Hey Leute, Alsano hier. Ich wünsche euch einen fantastischen, sensationellen, ich habe meinen Text vergessen, Montagabend. Einen wundervollen, fantastischen und sensationellen Montagabend, ne? So sage ich es immer. So. Mir steckt die Geburtstagsfeier noch in den Knochen. So, heute ist Geburtstagsstream, wird aber auch relativ kurz und knappelig. Und ich packe das Paket aus. Ich habe von Sabine ein Geburtstagsgeschenk per Post gekriegt. Riesenkarton. Packe ich gleich aus. Und geht's weiter in ARK-Vorbereitung für den DLC. Wir quatschen ein bisschen. Ich erzähle euch von meiner bombastischen Party gestern. Es war sehr viel Kuchen. Sehr viel Kuchen. Und wir haben immer noch Kuchen übrig. Ich kann keinen Kuchen mehr sehen. Ich fange aber erstmal an zu grüßen. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank fürs Gratulieren. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Und warte, der will nicht scrollen. Der will nicht scrollen. Also, Shiny Hunter ist da. Lucifer, Edgeko, Milan, Vicky, Mandy, Claudia, Sabine und Shai. Einen wunderschönen guten Abend euch allen zusammen. Und diese Woche ist tatsächlich bei Pokémon, auch wenn es mir leid tut, und ich weiß, viele Leute gehen dann, wenn sie ARK sehen, warum auch immer, muss ich es machen, weil es gehört dazu. Am Sonntag kommt der DLC raus, deswegen muss ich mir ein paar Sachen vorbereiten und so. Und da bieten sich die Streams für an. Nächste Woche wird es dann auch sehr, sehr ARK-lastig. Und so, Otan Yubu Omedutu. Ich habe keine Ahnung, Edgeko, was das heißt. Also, nächste Woche. So. So, was ist Mac? Was ist Mac? Also, erstmal, Chun-Li ist da und Pikas Welt ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend. Also, wie gesagt, das hat alles Gute. Ja, dann nochmal Dankeschön, Edgeko. Also, nächste Woche ist dann DLC. Da werde ich Montag bis Sonntag streamen. Diana, dir auch vielen, vielen lieben Dank. Also, nächste Woche Montag bis Sonntag jeden Tag streamen und fangen um 12 Uhr mittags an, damit ich den DLC komplett streamen kann. Und Minecraft? Nee, tatsächlich nicht. Minecraft spiele ich tatsächlich nicht. Ich spiele Hyloris, ARK, Fortnite und Pokémon. Und zu Pokémon und ARK mache ich auch Videos und so. Und aber im Moment ist es bei Pokémon ja halt auch etwas ruhiger, deswegen nutze ich die Gelegenheit und spiele ARK. Und jetzt bin ich aber, ich muss erstmal in den Voice-Chat gehen. Ich habe ja meine üblichen ARK-Verdächtigen im Voice-Chat. Und zwar sind Lucifer, Mona und Robin schon da. Einen wunderschönen guten Abend. Moin. Ihr üblichen Verdächtigen. So, also ich habe jetzt, das steht bestimmt schon seit 2 Wochen hier, das Paket von Sabine. Ich habe sogar eben extra dran gedacht, Sabines Adresse auszugrauen, damit man es nicht sieht. Und jetzt darf ich endlich das Paket aufmachen. Und dafür wechsle ich mal. Schon. Ja, ich weiß, dass du es weißt. Ich weiß, dass du es weißt. Das ärgert mich auch, dass du es weißt. Und ich bin schockiert darüber. Ich bin schockiert darüber, dass du es nicht verraten hast. Ich habe damit nicht gerechnet, dass du stillhalten kannst. Ach, ich kann stillhalten, wenn ich will. So, also einmal vorsichtig aufmachen. So, ihr seht zuerst, was drin ist. Ich klappe es so auf, dass ihr zuerst seht, was drin ist. So, Moment. Ich hab hier zu viel auf meinem Schreibtisch liegen. So. Also, ich sehe Luftpolsterfolie. Ihr seht Luftpolsterfolie. Na, Moment. Pendling. Meine blöden Kopfhörer. So. Ah, Sabine! Hi, Ralf! So. Zu groß, zu schwer. So, alles doppelt verpackt. Oh, ich sehe auf jeden Fall eine. Also, das ist Luftpolsterfolie. Das ist Luftpolsterfolie. Ich sehe eine Einladung nach Hogwarts. Ich darf nach Hogwarts! So. Sabine, gibt es irgendwas? Soll ich erst die Einladung nach Hogwarts öffnen? Soll ich irgendwas besonders machen? Noch habe ich nichts gesehen, außer eventuell eine Funko-Figur, glaube ich. Aber es könnte auch nur der Karton einer Funko-Figur sein. Ach, Mensch. So, jetzt. Okay, ist egal, das, was zuerst kommt. Okay. Oh Gott! Also. So. Moment, da ist der Karton. Es duftet. Also, hier haben wir auf jeden Fall eine Funko-Figur. Die heißt noch Funko, ne? Ich glaube, ja. Von einem Nachtara. Mega cool, habe ich noch nicht. Kommt direkt in die Sammlung. Dankeschön.
Dankeschön, Dankeschön. Ich zeige es gleich alles genauer, wenn ich diesen Karton quitt geworden bin. Hier sind jetzt alles Paketchen drin. Die hole ich jetzt einzeln raus und dann packen wir die nacheinander aus, ja? So, hier sind... Geschenklich. So, hier sind Paketchen und hier ist ein großes, schweres Paket. Das haben wir hier. So, und ich glaube, der Rest ist nur Luftpolsterfolie. Ja, ich sehe nichts mehr. Okay, okay. Ich habe alles, ich habe alles. So, puh. So, okay. Dann gucken wir uns erstmal die Einladung nach Hogwarts an. Ich krieg's nicht auf. So. So. Oh, Sabine, danke schön, danke schön. Ich bin bei Karten, bin ich hier immer eigen und lese die nie vor, weil ein bisschen was für mich will ich auch haben, Sabine. Das finde ich sehr, 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 sehr schön. Danke schön. Und ich freue mich auch, dass du da bist. Immer. So, Diana, vielen, 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 vielen lieben Dank. Diana, 5 Mitgliedschaften verschenkt an Mandy, Claudia, Milan, Schei und Kevin. Diana, jetzt hat später. Diana, vielen, 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 vielen lieben Dank. Und das kommt auf jeden Fall an meine Tür, denn da hänge ich die Karten ja immer auf, die ich von euch so kriege. Und das ist mega schön, Sabine. Allein das ist schon mega schön. Dankeschön, Sabine. Diana, dir auch nochmal vielen, vielen lieben Dank. Und ich fange jetzt einfach mal mit den kleinen Figuren an. Oder den kleinen Sachen. Ich weiß ja nicht, ob es Figuren sind. Mona. Ach Mensch, Mona. Dankeschön, Mona. Bitte, bitte. Dankeschön. Vielen lieben Dank auch an Mona. Danke, 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 danke. So. So, ich fange jetzt hier mit dem Kleinen an. Hi Patrick und vielen, vielen lieben Dank. So. Ah, es ist auf jeden Fall, muss man mal anmerken, ne? Sabine kriegt immer so geile Sachen wie Pokémon-Geschenkpapier. Ihr seht jetzt leider gerade die Einblendung nicht, weil ich die im Vollbild nicht eingestellt habe, weil ich normal ja nicht so viel Vollbild streame. Deswegen nochmal vielen lieben Dank an Diana und Mona, auch wenn ihr die Einblendung gerade nicht seht. So, das ist... Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, das sind so Fossilien, die man ausbuddeln muss. Die kenne ich. Die finde ich total mega. Ja, genau. Da muss man kleine Archäologe spielen und Dino-Knochen oder sowas ausbuddeln. Mega. Das Schlimme ist, dass sie sich immer ewig dran. Dankeschön, Dankeschön. Oh, da ist eine Anleitung bei. Ah, nee, ist es nicht. Doch, ist es wohl. Ist wie ein cleanes Projekt dabei. Ah ne, das ist der Deckel davon. Ah, Mensch! Ich dachte, da wäre eine Anleitung bei, welche Tiere da drin sein können. Aber Dankeschön, sehr cool. Also, was mit Dinosauriern, das finde ich super. Da, ne? Also, ich werde natürlich auch, sobald ich es dann ausgebuddelt habe, werde ich auch berichten. So. Ja, hier haben wir nochmal eine Variante. Das lasse ich jetzt mal zu. Ne? Das hat jeder gesehen. Da ist ein kleiner Meißel bei und ein Pinsel zum Saubermachen. Da kann der innere Paläontologe rauskommen. So, hier muss ich jetzt aufpassen. Ich habe irgendwie Angst. Ich hätte doch besser eine Schere genommen. Ach, Manu. Na? Ja, nachher mache ich was kaputt. Kabumm. Jetzt sag nicht, ich habe Angst, du weißt, was es ist und sagst kabumm. Toll, und ich denke, hier explodiert irgendwas. So. Ja. So, denkt auf jeden Fall dran, im Discord könnt ihr Ark gewinnen oder den DLC, wenn ihr Ark schon habt. So. Oh, ich sollte auch die E-Mail bestätigen, wenn ihr Discord habt. So, ich glaube, das ist eine Figur von Sabine. Oh, ich liebe Sabines Figürchen. Es sieht aus. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott.
Es ist ein wunderhübsches, süßes, kleines Kanemani. Das sieht wie ein einfach eine Scheinvariante, einfach mit Weiß, mit Rot und alles. Mega, mega kommt in meine Starter-Sammlung von Sabine. Und das ist... deswegen, da, ja. Jetzt, Sabine, jetzt sehe ich es, das da, ja. Das ist angekommen. Okay. Und dann vermute ich mal, dass es auch Endivio und Feurigel gibt. Und dieses Jahr gibt es von Sabine Joto-Starter, glaube ich. Das war nächstes Jahr irgendwas anderes. Ja, habe ich recht? Oh ja, das sieht mir nach einem Feurigel aus. Ja! So. So, ich muss gerade mal ganz kurz... Okay. Alles gut. Oh, kurze Panik gehabt. Ja, es ist ein Feurigel. Es ist ein Feurigel. Ich sag doch, ich muss bald anbauen hier. Ey, ich glaube, der Raum ist zu klein immer noch. Ja, das ist egal, welches, wie groß die Zimmer werden, es ist immer zu klein. So. Ach. So, Edgeko, vielen lieben Dank. Edgeko auch mit 5 Kanalmitgliedschaften. Edgeko, vielen lieben Dank. Rühmdübel hab eine bekommen. Daniel, Sally, Christoph und mein Chat hängt. Ich weiß nicht, wer noch eine gekriegt hat. Ich kann es nicht sagen. Jackie 94 Zeit, oder? Daniel, Sally, Christoph. Ach, Rümbe und Jackie. Ja, habe ich übersehen. Edgeko, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und ich vom. Oh ja, da muss ich jetzt aufpassen. Ich habe Angst, dass bei Endivir irgendwas abgeht. Da muss ich jetzt. Das dauert leider einen Moment, bis ich Endivir ausgepackt habe. So, Sabine, da musst du jetzt genauso geduldig sein wie ich hier. So. Ach, soll ich das leben? So. Ach, ich bin echt gespannt. Vor allen Dingen bin ich gespannt, weil Lucifer nichts verraten hat. Oh mein Gott, ist das nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das kann sogar... Oh mein Gott. Also, hier haben wir Endivir. Und Endivir kann sogar sein Blatt drehen. Ist das nicht geil? Oh, sie hat sich hineinschraubt, dass man das drehen kann. Dankeschön, Sabine, dankeschön, mega. Ich zeig's dir nochmal alle drei. So, mega. So, vielen lieben Dank, Sabine. So, und jetzt kommen wir zu dem Großen. Ich habe mittlerweile, Sabine hat so viele Sachen mir schon geschickt und ich habe mittlerweile eine ganze Kollektion von Figuren und das, was Sabine einmal gemacht hat, ist, sie hatte kleine Figürchen gemacht, geschnitzt oder wie man es nennt, ich weiß nicht genau, wie der offizielle Begriff dafür ist, ich denke, geschnitzt ist richtig und hat die dann über das Jahr hinweg zu verschiedenen Orten mitgenommen und da überall Fotos von gemacht und dann halt so ein mir dann auch das Fotoalbum davon geschickt, wo die Figürchen in dem Jahr bis zu meinem Geburtstag überall waren, bis sie dann bei mir angekommen sind. Mega schön. Sabine gibt sich immer mega viel Mühe. Deswegen, sobald ich ein Paket aus Österreich kriege, und das ist von Sabine, da geht mir immer schon das Herz auf. So, pass auf. Ich mach das so, dass ihr das zuerst seht, ja? Das wird spannend. Oh, Alter. Sieh es in der Kamera nur. Sieh es nur in der Kamera. Ich sag, Manu wird begeistert. Oh mein Gott. Hast du die andere Bildschirmseite sehen? War nur einfach sprachlos. Ist das nicht geil? Also jetzt mal ohne Scheiß. Da,
Mega Sabine, mega. geil, Alter. es ist hübsch. Das ist nicht nur hübsch, das ist mega. Oh mein Gott, Meine der ist. Güte, Ah, hallo. hallo. Da, ach, guck mal hier. Das sehe ich jetzt erst. Guck mal, wenn ihr genau hinseht, da unten das Glutexo hält die Münze vom roten Power Ranger in der Hand. Wie geil ist Sabine, das denn bitte? talentiert. Oh mein Gott. Sabine, jetzt. Das Glurak, seht ihr das? Seht ihr, was das Glurak um den Hals hat? Ich weiß nicht, ob es das sein soll, aber es sieht st stark danach aus, dass das der Kommunikator aus Star Trek ist. Sehe ich es auch. Alter, Sabine! Entdecke ich hier noch Im Mai irgendwo schwelge ich in versteckte Begnonia. Hinweise? Ich gucke mal. Such doch. Also, ich habe Star Trek, ich habe Power Rangers. Da unten haben wir ein Pikachu-Schwänzchen. Nee, ich glaube, ich erkenne. Das fällt mir wahrscheinlich dann irgendwie 3 Wochen später wieder auf. So, Sabine, vielen, 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 vielen lieben Dank. Ich würde es so aufhängen, dass ihr es auch seht. Das kommt dann hinten an die Wand. Ich wollte hier immer noch die ganzen Bilder aufhängen und. Das kommt definitiv so an die Wand, dass man das im Stream auch sieht. Sabine, vielen, 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 vielen lieben Dank. Mega. So talentiert ich sie. Ja, das ist, da wird man echt neidisch, oder? Ja. Also wirklich. Und hier die ganzen. So, ja, das wäre auch cool. Aber Sabine, das ist mega, das ist mega. Ich glaube, das mit dem Star Trek, das wird auch mein Schatz erkennen. Also das, so, ich zeige es nochmal. Und das Schöne ist, das kann man nirgendwo kaufen, das habe nur ich. Sabine, vielen, 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 vielen lieben Dank. Übrigens, Sabine denkt immer mit Dreck, mit Halterung und sowas, ne? Das ist mega. Das ist, und ich hänge es auch extra so auf, dass die Katze nicht drankommt. Mega, oh, das ist echt schön. Dankeschön, Sabine. Mein Geschenk hast du ja vor ein paar Genau, Tagen Lucifers Geschenk habe ich bekommen. schon bekommen. Lucifer hat für den Ark-Server nochmal 300 € rausgehauen. Lucifer, da auch nochmal vielen, vielen lieben Dank für. Jo. Und Mona und Edgeko euch beiden und Diana, hätte ich beinahe vergessen, euch auch nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ich stelle jetzt die Figürchen mal auf Seite. Und ja, sollen wir demnächst mal einen Buddelstream machen? Asano buddelt die Dinosaurier aus. Das ist lustig. Ich glaube, So. da wären die meisten wie, welches das wäre interessant. So. Ich fand die als Kind immer schon geil. Ich habe die immer. Und ich ärgere mich. Ich hatte als Kind, gab es eine Zeitung. Da waren immer Dinosaurierknochen drin und das wurde dann ein T-Rex, den du zusammenstecken konntest. Das war natürlich verhältnismäßig teuer, weil du 17.000 Zeitungen sammeln musstest, bis du den T-Rex zusammen hattest. Und das Skelett hat im Dunkeln geleuchtet und ich, Idiot als Kind, als Abschluss nachher, die letzten 5, 6 Magazine oder sowas, die waren die Haut von dem Dinosaurier. Die haben dieses ganze Skelett total langweilig gemacht. Und ich habe diese Haut nicht richtig da drauf gekriegt. Die wurde so drauf gesteckt. Und das hat mir das Skelett kaputt gemacht. Hätte ich das weggelassen, hätte ich heute vielleicht noch ein sehr, sehr cooles, im Dunkeln leuchtendes, großes Dinosaurier-Skelett. Ich habe das auch immer gesucht überall, ob ich das irgendwo mal, ne, bei eBay sehe oder sowas, aber ich habe es nie gefunden. So, also nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch alle. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Irgendwas hat geklingelt. Ding, So, es war ding, Twitter. ding. Was möchte Twitter denn? Okay, irgendwas mit Fortnite, mit dem Battle Pass. Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal. Und denkt auf jeden Fall dran, macht beim Gewinnspiel mit. Ihr könnt euch aussuchen, auf welchem Gerät ihr dann Ark spielen wollt. Es geht PlayStation 5, es geht die Xbox, die neue, ich glaube, das ist die X, ne? Und die S geht. Also diese Lite-Version quasi von der Xbox, der neuen. Und Steam geht natürlich auch. Und das gleiche gilt auch für den
DLC, falls ihr den haben wollt, falls ihr ARK schon gekauft habt. Und dann kriegt ihr von mir den DLC. Der DLC kommt dann allerdings erst einen Tag. Der kommt einen Tag vorher raus. Und ja, das ist nur wichtig, falls ihr überlegt, den DLC zu kaufen, dass ihr dann vielleicht. Ja, aber da finden wir im Notfall auch eine Lösung. Dann überweise ich euch das Guthaben per PayPal oder so. Falls ihr nicht warten wollt. Ich würde nämlich nicht warten wollen, ob ich gewinne. Deswegen, ja. So, aber nochmal vielen, 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 vielen lieben Dank. So, wir sind hier in Ark unterwegs. Das hier ist mein wunderschönes Haus. Habe ich euch meine Dusche gezeigt? Hi, Pika. Moin, Pika, du hast. Pika. Sabine hat wieder wunderschöne Figürchen gemacht. Aber und die sind schon geil. Und Vicky, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Vicky, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und Sabine hat mir was geschenkt. Ich zeig's noch mal. Der stand jetzt eine Woche bei mir rum. Oder zwei. Und das ärgert mich jetzt gerade. So, also nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank auch an Vicky. Und ja, also wie gesagt, die nächste Zeit, das wird halt einfach etwas arglastig aus zweierlei Gründen. Erstens mal ist bei Pokémon im Moment einfach nichts los. Also es gibt am Wochenende wieder Events mit Babystarter-Pokémon und nicht Babystarter, Baby-Pokémon und alles Mögliche. Aber es ist jetzt nichts, was, wenn man wirklich viel intensiv gespielt hat, einen vom Hocker raus reißt. Und bei A kommt jetzt der DLC am Wochenende raus mit Drachen und riesigen Oasensaurier und allem Möglichen drum und dran. Und ich habe ja am Freitag dann endlich mal geschafft, das erste ARK-Video hochzuladen. Und es ist um einiges erfolgreicher als jedes andere Video der letzten Monate, die mit Pokémon zu tun hatten. Deswegen, ja, gibt es im Moment halt ein bisschen mehr ARK. Einfach, damit ich auch ein bisschen mehr habe für Videos und sowas. Und sobald Pokémon wieder aus der Programmierpause kommt, die sie sich gerne gönnen dürfen, die ich ihnen von Herzen gönne, damit sie das Spiel schön machen, gibt es auch wieder mehr Pokémon. Hoffe bis Ende des hoffe vor allem bis ans Ende des Dezember. So, da Ich hoffe, kommt. Ja. ich hoffe, die verhauen das Pokémon Legends Spiel nicht. Ich hoffe es auch. So, Sabine hat schon die nächste Idee. Sabine, Alter. Also das kommt auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, welche Wandseite man im Stream am besten sieht. Am besten hier, ne? Drüber. Dass ich das hier drüber hänge. Ach, guck mal hier. Seht ihr das? Seht ihr das Ja, eingeblendet? wir Gucken, sehen. guck mal hier. Das, ich glaube, das geht auch. Normalerweise sollte das gehen. Aber irgendwie. Normalerweise erkennt die Kamera das, wenn ich so mache und müsste Herzchen einblenden. Aber irgendwie macht sie nur den Daumen nach oben. Sonst hätte ich euch jetzt ein Herzchen eingeblendet, aber irgendwie scheine ich nicht. Ah doch, jetzt geht's, seht ihr? Jetzt geht's. Es muss herzförmiger sein. Da! Vielen lieben Dank! Dankeschön! Guck mal! Komm! Das Hoho! ist eine geile Funktion. Ja, ne? Ist von Apple. So, dann gibt's für alle nochmal als Dankeschön große Herzchen. Wartet. Da. Dankeschön. Und nochmal. Dankeschön. Das ist jetzt rein testweise. Geht auch so. Nee, das geht nicht, das geht nicht. Geht irgendwie so. Also es gibt so ein paar Gesten, die gehen. Ich muss da mal nachgucken, welche Gesten das alles sind. Aber die hier ist am wichtigsten für uns. Die funktioniert, wenn ich die Kamera treffe. Mehr Herzli mache. Da, so, nochmal vielen, vielen lieben Dank. So. Okay, also was steht für ARK im Moment an? Also ich habe soweit es geht fast alles vorbereitet. Und habe meine Tiere soweit und würde einfach sagen, jetzt zur Feier des Tages, als Dankeschön einfach auch so, nenne ich jetzt die Tiere, die ich mit auch zu Scorched Earth nehme, nenne ich jetzt nach den Leuten, die
ne, heute irgendwas geschenkt haben und oder Lucifer, der ja schon vor zwei, drei Wochen was geschenkt hat, und dann dürft ihr euch hier aus der Reihe, außer Lizzie und Shippo, praktisch. War aus dem Tier aussuchen, dann nenne ich das Tier nach euch und nehme euch dann direkt mit auf die neue Map. Also ihr könnt hier der große Karcher sein oder der T-Rex. Dürft ihr euch aussuchen. Schießt los, welches Tier ihr sein wollt. Das Mammut bleibt hier. Und da hinten habe ich noch Pitys stehen, also Pteranodons. Die kommen auch mit. Also falls jemand schon immer mal ein T-Rex sein wollte oder ein Gigantosaurus, jetzt ist eure Chance. Ich werde im DLC auf der neuen Map glorreich mit demjenigen kämpfen. Also hier ist zum Beispiel der... Mona nimmt den T-Rex. Warte, machen wir. Kollege nimmst du nicht mit? Doch, aber die heißen schon Chippo und Lizzie. Ach. Ja, die kann... Nein, die kann ich nicht umbenennen. So. Also. Mona möchte der T-Rex sein. Jetzt ist meine Ausdauer leer. Ich nehme den Pitty. Welchen? Den grünen? Ja, natürlich. Okay. Dann haben wir einmal Mona. Muss mit mir fliegen. So, okay. Ja, toll. Und wenn ich dann sage, Lucifer ist beim Drachen gestorben, dann sagt Pika, oh, super. Dann musst du halt eine neue grüne machen. So, ich hab tatsächlich, glaube ich, noch einen grünen in Reserve. Ich habe tatsächlich noch einen grünen in Reserve. Diese, da kannst du immer wieder machen. So, dann ist Lucifer der Pitty. So. So, okay, haben wir erledigt. Also, dann, ja, ansonsten haben wir im Moment gerade in Vorbereitung auf den DLC, wir haben mehrfach Farbenmenge an, einfach damit wir ein bisschen die Ressourcen aufstocken können. Und ich habe mir die Schränke schon voll geklatscht und hab hier so die Dings. Irgendwer ist gerade reingekommen. Ich vermute mal, es ist Pika, ne? Ja, es ist Pika. Hallihallo, Pika. Pika. Hallo. So, also ich habe hier, ich kann euch ja mal meinen Schrank für den DLC zeigen. Also 20.000 Benzin nehme ich mit. Jede Menge Munition, Waffen, Ausrüstung. Eine Kanone muss ich noch machen. Und das muss ich auf jeden Fall noch machen. Und Waffen habe ich auch noch mal einen Satz mit. Und Tresore, Pokebälle und sowas alles. Sowas, was man alles halt braucht fürs Überleben. Und da habe ich einen Tresor fertig gemacht zu den Tieren. Und Moment, was haben wir noch? Sonst noch irgendwas? Ja, Kühlschrank habe ich auch schon. Ich habe Heilmittel vorbereitet. Und ich habe Heilmittel vorbereitet und Tränke und Kibbel. Das ist das Futter, was man zum Zähmen unter anderem braucht. Und ich weiß nicht, warum es hier nicht eingeblendet wird. Pika, vielen, 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 vielen lieben Dank. Pika auch einen rausgehauen. Pika, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ich hoffe, es wird noch eingeblendet. Also die Software ist theoretisch an. Sollte funktionieren. Ansonsten, falls ihr es nicht seht im Stream, Pika hat auch nochmal 25 Euro zum Geburtstag springen lassen. Pika, vielen, 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 vielen lieben Dank. Bitte. Und welches Tier möchtest du denn sein, Pika? So, was ist noch über? Warte, ich hab noch Agis über. Ich habe den Karcher noch übrig, den Giga. Oh ja, der Karcher. Der Karcher wird Pika. Dann wird der Karcher Pika. Sabine, du darfst ja auch noch ein Tier aussuchen. Und Echko und Jana auch, ne? Also ihr dürft alle noch ein Tier aussuchen. So. Pika. Ist ja super, dass alle eure Namen bei mir schon in der PlayStation als Vorschlag kommen, ne? Ah, ja. So, also Pika, dir auch nochmal vielen, 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 vielen lieben Dank. Bitte gerne. So. Habe ich jetzt alles? Ich glaube, ja. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe auch alles gesattelt. Pika, hast du das mit dem Rhino-Sattel gesehen? Ah,
Hab ich gesehen, ja. Wo hast du den? Der ist, also Lucifer, Gesundheit, Lucifer hat den bei mir in den Tresor gepackt. Kannst du ja einfach. Nee, wo du den her hast. Ach, Lucifer. Aus der Swamp Cave. Ah. Ja. Ich war heute in der Swamp Cave. Ja, Sabine, an sich am geilsten fände ich es tatsächlich, wenn ich das Schweinchen Sabine nennen würde. Nicht, weil es ein Schwein ist, sondern weil es einen richtig geilen Effekt hat und dass so die Gegner, die Teamkameraden heilen kann und sowas. Das ist so ein Supporter-Tier. Wenn du aber kein Schwein sein willst, kann ich das total verstehen. Deswegen kannst du auch gerne der Enki sein. Mit dem gehe ich immer Metall farmen. Und dann kann ich sagen, ich war mit Sabine Metall holen und Sabine hat mit dem... siehste, Sabine, dann nehmen wir das Schwein. Dann müssen wir aber, Moment, dann müssen wir politisch korrekt, müssen wir das Schweinchen erstmal zu einem Mädchen machen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. So, Lucifer singt im Chat und nicht im Voice-Chat, das finde ich gut, nach gestern. Vielen lieben Dank, Lucifer. Ach, ihr habt noch nicht gesungen? Nein, das habt ihr auch nicht. Nein, ihr habt gestern gesungen. Was habe ich gestern verpasst? Ihr habt gestern der gesungen. Der ist absolut nicht im... Und Lucifer war viel zu langsam. Lucifer singt wie eine Schnecke. So. Also, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, Brooklyn hat mal wieder nicht verstanden, was Taktgefühl ist. Oh. Nee, Lucifer war... Lucifer. So, also, Pika und Sabine sind jetzt Mädchen. Ja, und Brooklyn sind so... Happy Birthday. Ja, wirklich. Und sonst, wenn der Vollstell ist, dann so... Ja, ne? Das ist viel mit viel mehr Elan. So. So, Mona ist ein Mädchen. Mona ist von Natur aus ein Mädchen. Und da müssen wir noch bei Lucifer checken gehen. Muss ja alles seine Richtigkeit hier haben. So, Lucifer müssen wir auch noch ummodeln hier. So. So, schön geschungen. So, ja, es war wunderschön. Es war wunderschön. Ja, ansonsten habe ich Geschenk gekriegt. Ah ja, das kann ich euch gerade mal zeigen. Wartet. Oh, bin ich jetzt? Nein, der Stream ist noch da. Und zwar habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Habe ich von der Family gekriegt. Und, Moment. So, also, es war so verpackt und ich dachte, okay, Alter, was ist das denn? Ne? Und ich dachte halt an irgendwie sowas für Bücher oder so, ne? Es ist aber tatsächlich ein Körbchen, was man so runterklappt. Und, cool. Ja, fand ich auch mega cool. Und, ja, auf jeden Fall habe ich das gekriegt, selbstgemachten Nimm-2 Wodka und sowas. Und einen dicken Gutschein für Ikea, weil wir ja oben renovieren wollen und neue Möbel kaufen wollen, gab es einen Ikea-Gutschein von der Familie, da haben die zusammengelegt. Und ich habe den Dodo und den Velociraptor von Sabine da drin. Die wohnen da in dem Katzenkörbchen. So. Oh. So, ich muss mal gerade gucken. Ja, ich habe ihn vorhin noch die Level gekriegt. Yeah! So, okay. Ja, ich probiere es nochmal, mich in Lego einzubauen. Ja, also wie gesagt, ich war eben drin, da hat es funktioniert. Also ich bin ja auch gerade drin. So, ansonsten halt, wie gesagt, ich habe schon... Ja, ist das für Obst? Ja, ich hätte bei Obst tatsächlich eher die Sorge, wenn da mal was anfängt zu gammeln bei dem Obst, weil das unbehandelt ist, dass das das dann kaputt macht. Weil bei uns gammelt Obst relativ schnell. Weil wir das nicht alles gegessen kriegen. Das sind einfach immer meistens viel zu viele Mengen. Wenn wir irgendwie so ein 6er-Pack Apfel kaufen, das... Ja, irgendeiner davon wird immer fies. Ja, wir kaufen auch oft einzeln mittlerweile. Aber das ist manchmal so, wenn die im Angebot sind oder sowas, dann, ne, dann bist du ja doch verführt, die etwas günstigeren zu nehmen. Ja, sagst du mal, mein Bruder macht das so, mein Vater kauft, mein Bruder bei Banane... wenn er nicht isst, macht er so, dann verwendet er für Backzeug, wenn es schwarz sind. Also nur ja gut, das, ja klar. Ja, aber ich meine vergammelt, ich meine dann richtig vergammelt. Also das ist
Ja, ich habe übrigens, ich mache gerade kurz Kamera weg, weil ich ungesund sein will. Mona ist ja auch mit auf die neue Map gezogen hier und hat auch gebaut. Und ich glaube, Mona hat sich schon mit ihrem Vermieter angelegt und keine Miete bezahlt. Weswegen Mona jetzt schon wieder an einen anderen Bauort wandert. Und. Ich kämpfe gegen die Otters. Ja, Lucifer versucht, die Otter zu machen. Und das Schlimme ist, ich habe so ein leichtes Hassgefühl gegenüber Mona entwickelt gerade eben. Weißt du, Mona baut und du denkst, boah, geil, sieht richtig cool aus, aber deins ist auch richtig schön. Dann vergisst Mona die Miete zu bezahlen in Ark und zieht um. Und du denkst, okay, ne, dann baut sie was Ähnliches. Und ich muss das jetzt eiskalt so mal sagen, Mona weiß, wie es gemeint ist, aber die blöde Kuh baut dann da einfach hier so ein Jurassic Park-Anwesen hin, weißt du? Also wirklich, mit Säulen und allem möglichen drum und dran baut die sich hier da einfach so eine mittelalterliche Jurassic Park-Eingangshalle. Also, da kriege ich mir noch dieses Gefühl, einfach zu sagen, weißt du was, ich gehe jetzt mit der Mottwaffe dahin und schieße das alles weg. Guck euch das mal an. Ach, guck mal sogar Steindinger im Fenster. Mona, ich habe einen Fehler gefunden. Ja, das ist eine Lieblingsbeschäftigung, Fehler finden. Es tut mir leid, es ist mir direkt ins Auge gesprungen. Wo? Zeig mal was hin. Hier oben, der Steinpiller ist falsch. Das Steingeländer ist falsch rum. Ich bin im Haus rein und dann links. Kommen Sie her, Poppyhasi. Frau Poppyhasi. Da oben, ganz rechtes Fenster, rechtes Geländer oben in dem Dreieck. Ah, jetzt bin ich drin in der Ego. Komisch, eben ging es nicht. Siehst du das? Das ist strange. Ich sehe es nicht. Nee. Ah, doch. Doch, ich sehe es. Ist toll. Und mein innerer Monk wird ein bisschen getriggert, Mona. Das hast du hier überall. Das hast du hier überall auf der Seite. Und hier hast du es komplett falsch rum, im Gegensatz zu der Wand. Hier hast du es auch überall schief. Ey, jetzt raus aus meinem Haus! Ach so, ihr meint die Gewächshausdinger. Die Pillar, die in den Gewächshausfenstern drin sind, die sind halt. Ne, mal sind die dunklen Teile oben, mal sind die dunklen Teile unten und mal sind sie kreuz und quer. Sorry! Die Pillardinger können auch falsch rum sein. Nein, hier die Geländer. Die Geländer in dem Dreieck. Ach, da. Ja, ich ändere das. Das sind Geländer. Ach, der, so hast du die Farben da nochmal hin. Und Mona, hier auf der Seite fehlen Pillar. Ja, also da fehlt noch ein paar Pillar. Ich glaube, Mona hascht euch quasi. Ja, wenn eine Tür ist in der Seite. So eine die Tür, die zu deinem, die zu deinem Schafzucht rausgeht. Da fehlt auf der rechten Seite fehlen Pillar. Jo. Sorry. So, soll ich weiter gucken, Mona, oder soll ich gehen? Hä? Ich sehe gerade nicht, was du siehst, aber egal. Hier, da wo ich stehe, hier fehlen Pillar. Ach, da. Ja. Ich glaube, Mona hat schon. So, ja, warte, ich guck mal weiter. Mal gucken, was ich noch finde. So. Ja, hier sind alle Pillar da. Schade. Ja. Oh. Ah nein, hier fehlen Pillar. Hier fehlen Pillar. Oh. Ich habe fehlende Pillar gefunden. Oh. Ja. Oder sollen da keine hin? Weil du die halt um alle Fenster hast. Deswegen dachte ich, die sollen hier vielleicht auch hin. Nein, aus Trotz jetzt einfach. Und Mona, hier fehlen sie auch auf der ganzen Seite. Ich gehe jetzt. Tschö. Es tut mir leid. Ich hab dich gern. Tschö. Ich meine, es verursacht Chaos. Mona nur mehr. Das war gerade so: das ist nicht richtig, das ist falsch. Until we meet again. Soll Mann zu dir kommen, Robin? Ja, komm, wir gehen mal bei Robin meckern. Wir gehen mal bei. Also wenn Mario zu mir geht, dann kann ich mich beerdigen. So, komm, wir fliegen mal bei Robin vorbei und gucken mal, was Robin falsch gebaut hat. Ich bin noch im Bau. Ja, ich finde, Mona ist auch noch im Bau und ich finde Baumängel.
Also hätte ich das mal früher gewusst, wäre ich Bauinspektor geworden oder so. Die Seite hatte ich noch gar nicht fertig draußen, wo die Pillar fehlen. Warum habe ich den denn? Tut mir leid. Manu, ich glaube... Lucifer, bei dir wollen wir gar nicht das anfangen, ja? Mit deinen komischen Türen, die ins Nichts führen. Ey, meine Brücke ist wunderschön. Ja, deine Brücke, ja. Türen und er fängt mit der Brücke. Ich meine, ich weiß jetzt, warum da die Türen drin sind. Weil Loris die Bosse nicht gemacht hat, damit Loris ins Haus kann. Da hat er davor gesorgt. So, also übrigens, Plan für nächste Woche ist Montag der Stream. Da werden wir ein bisschen die neue Map erkunden, ein bisschen was farmen und so und die Base bauen. Das wird aber nur eine kleine Base, weil wir auf der Map ja nicht permanent sind. Und Dienstag und Mittwoch machen wir die Caves. Donnerstag ist dann so Dino-Vorbereitung und sowas alles. Und Freitag machen wir dann den Boss der Map. Das ist so der Plan. So, ich fliege zu Robin. Robin hat aber keinen Teleporter, deswegen dauert es ein bisschen, bis ich da bin. Stimmt, da war was. Ja, da habe ich dich vorher doch gefragt, ob du mal einen Teleporter irgendwo platzieren kannst. So. Den mittleren soll man nehmen, oder? Ja. Der so, hier sind wir bei Alex. Alex hat diese Woche frei. Ich bin mal gespannt, was Alex in der Woche dann hier noch zaubert. Also, bisher hat sie die Mauer gebaut hier auf der Seite. Oh, und, noch gar nicht gucken. Und ihr Anwesen hier, das wird ihr Haupthaus. Mhm. Und hier unten das ist rein für die Chibis. Also, ne, da kommen nur Chibis rein. Also, das ist... Was? Was? Ja, ich hab's richtig verstanden. Was plant sie denn, wie viele Chibis sie hier hat? Ich weiß es nicht. Du hast sogar schon angemalt. Ja, krass. Klar. Ja, klar, ich habe noch gar nicht angemalt. Immer noch nicht. So, und hier ist Alex Loot. Und jetzt fliegen wir rüber zu Robin. Seitdem ich beim Monat den Bomben umgebämst habe, habe ich so Angst vor Bäumen, ne? aber er ist nachgewachsen. Mona hat ihn nachwachsen lassen, nachdem sie in Steinen stand und so. Es war übrigens nicht nur ein Baum. Ja, was mehr? Ja, du hast schon. Ja, ja. Ach so, okay. Ich habe dich schon zweimal dich entschuldigen hören, ja. So, also hier haben wir Robins Haus. Upsa. Was hast du jetzt umgegangen? Gar nichts, ich bin nur zu tief geflogen. Bei Robin kannst du eben. Ja. Robin hat kein natürliches Wachstum hier. Robin baut komplett künstlich auf Wasser. Und hier, ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, das wird ein Zuchthaus, ne, vermutlich, schätze ich jetzt mal. Ja, für kleinere Tiere. Ja. Also da, Robin hat sich anders als wir komplett gegen natürlichen Boden entschieden, was er meiner Meinung nach sehr bereuen wird. Ja, ansonsten ist hier auch der Wasserkäfig. Das ist echt schön kombiniert, muss ich sagen. So, und auch groß und auch schon dicht, aber Robin, hier ist eine Lücke. Manu findet wieder Lücken. Oh ja. Hier hab ich doch vorhin zugepflastert. Oh, meine Güte, da ist aber eine ganze Wand locker. Ja. So. Wollte ich nur gesagt haben. Wo ist die scheiß Wand hin? Hast du die vielleicht aus Versehen, ist die außen komisch platziert worden? Vielleicht von der anderen Seite? Das so, also die andere Seite ist, ja gut, da ist, je nachdem wie man es definiert, aber es ist okay. Da kommt nichts durch, aber da ist zu und ja, Robin hat auf jeden Fall auch Platz für seine Wassertiere hier. Man kann auf jeden Fall an der Stelle gut ein Wasserkäfig hinbauen, hatte ich ja meinen auch. Und das baut auch nichts drin. Ja, bei Lucifer und dem Laden des Todes waren wir ja schon. Pika, hast du was Neues gebaut? Nee, ne? Das haben wir auch schon alles gezeigt gehabt, ne? Ja. Ja, und dann... Ja, mit Tablescape war schön. Ja, den haben wir aber auch schon im Stream gezeigt. Es geht ja... Ich gehe jetzt nicht jeden Stream und zeige immer jedes einzelne Haus, was wir... Das kennen wir ja schon, deswegen... So.
Und jetzt fliegen wir mal. Und ja, gestern war dann im ARK-Discord übrigens, ne, wir haben uns ja vorbereitet und Listen geführt. Und Asano hat ganz diktatorisch Sachen bestimmt und so wie es sich gehört. Und gestern gab es dann, das war eigentlich geplant für Modder, die Mods planen. Dann gab es dann für die neue Map eine Info und ich glaube nicht, dass es so geplant war, das so rauszuhauen, aber es stand halt mit in den Dateien drin. Und zwar gibt es drei neue Locations, wo Dinosaurier spawnen können. Und zwar einmal an der Oasenhöhle, einmal an der Unterwasser-Oasenhöhle und einmal an der sehr, sehr tiefen Unterwasser-Oasenhöhle. Also vermutet man, dass man irgendwo in Scorch Earth durch irgendeine Höhle unter der Map in Wasser reingehen kann und dass es da dann eine Unterwasser-Cave geben wird. Ja, wir hatten natürlich für die Wüsten-Map jetzt keine Wassertiere vorbereitet, weil es ist eine Wüsten-Map. Ja, dann habe ich mir gestern bei Pika dann noch schnell zwei Haie gegönnt. So, hier haben wir wieder Bronto-Party bei mir. Oh, hier ist ein Spino. Bei mir um die Ecke wohnt ein Spino. Wo ist denn mein Farmer? Wo ist denn mein Farmer? Ah, komm, hol dir den Spino. Komm, hol ihn dir. Der weiße Rexy ist mir. Jawohl, hast du gut gemacht. Der arme Spino. So, da hinten haben wir einen wilden Rex. Bei mir spawnen unglaublich viele Rexe. Warum auch immer. So, meine Map Base braucht natürlich auch einen kleinen Moment zum Laden. Aber nicht so sehr wie Lucifers Brücke des Horrors. Und, hey! Ja, und das ist der Grund, weswegen wir die meisten Tiere auf natürlichem Boden stellen, weil die immer beim Laden in den Boden sinken, was natürlich mega nervig ist. Und ja, ansonsten, ich habe hier noch die Stallungen gebaut für meine mediterrane Burg. Und ich bin sehr gespannt auf die neuen Bauelemente. Das wird ja so Wüsten-Saloon-mäßig. Und mal gucken, ob ich was ändern muss. Und genau das Haus, ich wollte eigentlich erst ein anderes bauen auf der DLC-Map, aber genau das Haus werde ich in Scorch Earth bauen. Allerdings um einiges kleiner, weil ich nicht so viel Platz brauche. Aber so vom Prinzip her soll es das Haus werden in dem Stil, damit ich da auch dann schön beibleibe. Und hier sind meine Zuchtstallungen. Hier vorne steht Lucifer. Und ich liebe mein Haus. Es ist so schön geworden. Es ist wirklich schön geworden. Auch mit den ganzen. Hier haben wir meinen neuen Garten. Und hier haben wir den Anime-Dodo. Es gibt ja jetzt auch Anime-Skins, für alle, die das Video nicht gesehen haben. Und morgen gibt es neue Skins. Mal gucken, morgen gibt es bestimmt Rockwell. Und ich hoffe tatsächlich auf einen T-Rex-Skin, weil den würde ich tatsächlich auch benutzen. Der Dodo und den Paras, ja, den kannst du hier nett hinstellen, aber den Rex kann man wenigstens auch benutzen. Deswegen hoffe ich, dass es auch ein paar Tiere werden, die man nutzen kann. Und ansonsten gibt es halt noch den Bob und die Helena. Und das sind halt jetzt beides nicht so Skins, die ich so unbedingt anziehen würde. Aber wir können natürlich Robin eine Freude machen. Kann ich euch mal zeigen. Wir gehen dafür einmal ins Hauptmenü. Ich weiß nämlich, Anime-Girl-Ding. Genau, ich glaube nämlich, Robin hat das nicht gesehen. Ich glaube, ich habe das schon gesehen, aber nee. So, man kann nämlich hier ja. Also erstmal den hier, den finde ich mega süß. Ich glaube, den werde ich jetzt auch mal anziehen. Laufen wir den Stream. Das ist ein richtig geiler Osterhase. So. Dauert einen Moment, bis das auf der PlayStation installiert ist. Wunderbar, der ist installiert. Und ansonsten gibt es hier das Anime-Girl. Keine Ahnung, man sieht nur hier das Bild. Aber Robin ist ja so Anime-mäßig. Und Pika übrigens, ich habe es nicht getestet, aber das moderne Möbelset hat ein Update. Oh. So, ansonsten sind das hier, ne, da haben wir schon relativ viele, haben wir schon alle mal. Aber den Hasen nehmen wir jetzt. Wir sind eine Woche vor Ostern. Dann nehmen wir den Hasen. So.
Top. So, okay. Boah, die Megalodons, die haben so eine kurze Reichweite fürs Paaren. Das ist so nervig. Echt, ich hab nur einen gemacht bisher. Mit den Eltern und ich habe einfach nur einen gemacht, den ich jetzt was leveln lasse und ich hoffe einfach, dass ich mit dem Mosa und dem Megalodon da dann, dass das reicht. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ich muss sagen, Basilo ist auf jeden Fall mega gut, weil der ist halt tanky, ne? Ja, das stimmt. Der ist schon über 100.000 und Luspa hat halt einen Sattel gefunden, der halt der auf Max-Level geht. Ja, deswegen. Ja, und es geht eigentlich von den Kosten her. Ja, und Max-Level Megalodon-Sattel habe ich als Blueprint umgewandelt. Ja, da haben wir auch noch Gäste gefunden, aber wir sind mit 300. Also Max-Level hätten wir ja von beiden. Ja, und gut, Mosasaurier. So, warum kriege ich den nicht über den Skin gezogen? Was soll das denn? Wo habe ich denn jetzt schon? Naja, im Moment, die zwei haben wir gefunden, Picke. Und noch ein Tikoleo-Sattel halt. Okay, dann machen wir es so. Ja, ich sag doch nur, dass wir leider immer noch keinen billigen Moser haben, aber ansonsten ja, ist leider. Sehr geil. Es ist nur leicht verstörend, wenn man so graue Hände hat. So, gucken wir uns mal an. Färbe. Kannst du sicher färben? So. Ist aber ein cooler Hase. Ist ein cooler Hase. Naja. Ich mag den Hasen. Aber jetzt auch nicht so sehr, dass ich... Mich stört halt immer, dass die Hände so, ne? Ich sehe jetzt halt aus wie der aus Prometheus, der Alien. Deswegen... Ah, warte, den Hasen gibt es auch als Mädchen. Was steht denn bei der drauf? Okay... In my defense, I was left unsurprised. Aha. Ja, auf jeden Fall gibt es den Hasen auch als Mädchen. So. Aber leider auch mit so komischen Händen. So. Und ja, am besten gefällt mir tatsächlich immer noch oben ohne. Ich glaube, da bin ich vorbelastet. So. Okay, dann werden wir jetzt ein bisschen Ressourcen farmen gehen noch. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass uns doch noch irgendwas ausgeht. Nehmen wir Shippo oder Lizzie? Ich glaube, wir nehmen Lizzie. Na. Komm mit Lizzie. Nein, wir nehmen den Enki mit und gehen Metall farmen. Das machen wir jetzt. So. Einmal in den Pokéball. Okay, in einer Stunde geht's. Willst du jetzt gehen? Dann gehe ich mit Lederfarben. Kein Problem. Nee, ich muss warten. Rex ausgewachsen. Okay. Sonst hätte ich jetzt gewartet. Wäre kein Problem gewesen. Nee, ich gehe in einer Stunde. Dann so. Und dann nehmen wir die beiden Enkis mit. Agis mit. Beim Teleporter ist auch noch was mit. Ja. Das ist praktisch. Da kann man auch noch. So. Dann beamen wir uns einmal zu dem vom Pika gesponserten Teleporter. Müssen wir auf jeden Fall dran denken, wenn wir in Scorch Earth sind, dass wir den Generator hier ausschalten. Weil der muss hier nicht laufen, das wäre ja Verschwendung. So. Ja, dann muss Metall farmen für Sättel. Wer muss Metall fahren? Wir wissen ja nicht, wie. Es sei denn, wir müssen da Metall fahren für die neuen Sättel. Wir wissen ja nicht, was wir für Blueprints finden. Ja. Das ist wohl wahr. Wir mal nicht, dass die ganzen alle nur in den Dinger sein werden. So. Okay, dann einmal den Enki rausholen. So, dann warten, bis er ausrastet und das Metall prügelt. Der prügelt aber nur Metall automatisch, nicht Obsidian oder doch? Ja, nee, nur Metall. Obsidian war der S-Enki. Wenn er denn mal will. Ich pack den immer da drauf. Ja, manchmal, ich weiß auch nicht warum. Da jetzt. Jetzt hat das. So.
Der Dödi ist halt, der schlägt halt bei jedem Stein, ne? Also der ist nicht so zickig wie der Enki. Also der Dödi ist wirklich. Für Stein ist der Dödi wirklich zum Farmen mega schnell. So, schlag die Metallsteine, mein Freund. Schlag sie, komm. Ja, okay. So, ich hoffe, dass es heute irgendwie einen Post gibt für Ark, für eine Uhrzeit oder sowas am Sonntag. Oder nochmal die Info mit, wir haben die Zertifizierung durch und so. Das wäre ganz beruhigend für meine Nerven. Das letzte Mal hat die Uhrzeit auch nicht gestimmt. Ja, aber bei irgendwas hat die Uhrzeit mal gestimmt. Irgendwas war, als die PlayStation-Version rausgekommen ist, da hat die Uhrzeit gestimmt. So, da haben wir einen Giga. Da wohnt ein Giga auf dem Vulkan. Mit der 82, der 36 und der 98 Level 110. Enki, sag mal, du willst mich doch jetzt hier echt verhohnepiepeln, oder? Glückwunsch, gestern gab es bei mir Giga on fire. So. Ja, Tiere on fire gab es ja auch in dem Stream am Samstag, als Mona und Lucifer alle angezündet haben, aus Versehen. Ja, das stimmt. Ich freue mich tatsächlich sehr auf die Brandpfeile, das wird echt cool. Mit den Brandpfeilen müssen wir dann auch mal ein bisschen PvP spielen. Weil dann kannst du nämlich auf die gegnerischen Flosse schießen und sowas und die fangen dann Feuer. Ich zünd alles ab. Nee, nur so will ich keine Feuerpfeile in PvP geben. Ey! Ja, aber die Chance, dass Lucifer erstmal seine eigenen Sachen 10-mal anzündet, bevor er was von uns trifft, ist, glaube ich, relativ hoch. Ey, das passiert eher nicht. Nein, gar nicht. Wie komme ich nur auf sowas? So. Komm, schlag! Ja, ansonsten, wie gesagt, war gestern sehr schön, sehr viel gequatscht, sehr viel gelacht, sehr viel gegessen. Es ist immer noch fast 2 Kuchen im Kühlschrank. Welcher war am beliebtesten? Das war eigentlich relativ ausgeglichen. Hier unten das Metall nehmen wir natürlich auch mit. Ah, komm. So. Und dann haben wir hier vorne noch einen Metallhaufen. Also mittlerweile sitzt die Map tatsächlich echt gut bei mir hier. Also ich freue mich, wenn es am Wochenende auf eine neue Map geht. Und ich freue mich auf Harsch. So, ich glaube, das war hier alles. Dann haben wir hier Metall. Da oben haben wir Metall. Komm, schlag. Jeder. Ich höre den Giga stampfen. Ja, dann lassen wir das da mal. Bist du vielleicht schon zu voll geladen? Okay. Gucken wir mal, was dein Gewicht sagt. Nee, dein Gewicht ist noch nicht zu voll. So, jetzt müssen wir echt aufpassen mit dem Giga. Oh ja, so, komm hier, den Stein nehmen wir. Jawohl. Und aber die hat das Lila in dem drin, ist echt schön, die 82. So, was haben wir hier? So, da war auf jeden Fall irgendwo ein Raptor, aber
Die Zeiten, dass wir vor Raptoren Angst hatten, sind vorbei. Hoffentlich. So. So, also ich glaube tatsächlich, dass wir sehr, sehr übervorbereitet sind für Scorch Earth. Also deswegen. Das Einzige, was tatsächlich uns so ein bisschen das Leben schwer machen könnte, ist das Wetter. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das relativ knusprig manchmal wird. So, dann einmal den Agi raus. Dann Transfer. Ach Mensch. So, jetzt haben wir alles in den Agi gepackt. Dankeschön. Ja, dann meine Liebe von Last 1 und Last. So. Komm. Ach, Menno. Wir müssen aber unsere Dinos nicht umkrühren für das SCS-Update morgen, oder? Nee, nee, mussten wir bisher noch nie. Aber das wäre natürlich super, wenn das mit dem Hesperonis dann auch. Ja, und wenn das mit dem Namen auf dem Terminal endlich klappen würde. Ja, na, ah, was habt ihr denn hier unten für eine Party? Sonst noch jemand hier? So. Der Enki will nicht. Ah, jetzt. Was macht denn eigentlich der an? Gibt der noch? So, jedes Stück Metall ist wertvoll. Gerade im Hinblick auf die Mantis und Tarsch. Die Mantis, für alle, die es nicht wissen, die Mantis ist eine riesige Gottesanbeterheuschrecke, so in der Art, die Waffen in der Hand halten kann. Die ist mega gut zum Kämpfen und zum Farmen und so. Da freue ich mich sehr drauf. So, da müsste jetzt hier noch Metall sein, jawohl. Alles mitgenommen. Ja, ich wundere mich, dass Alex tatsächlich noch nicht da war. Du wolltest ja eigentlich gestern schon da sein. Vielleicht ist was dazu groß, dass ich. Ja, ja, klar. Nicht. Das vermute ich mal. Ist Alex jetzt eigentlich schon fertig mit dem Bauen? Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Die wollte aber theoretisch heute und morgen dann noch fertig bauen. Man hatte sie Urlaub diese Woche, ne? Diese Woche, genau. Ich glaube, sie hat mega viel Termine gehabt, hat sie doch mal geschrieben oder so. Was jetzt zu empfehlen ist sie, oder? So. So. Jetzt haben wir hier das ganze gute Metall. Oh, da ist noch Metall. Manu im Metallwahn. Ja, jedes Stück Metall ist wichtig für so einen doofen Sattel, also. Alles, was ich jetzt in der Woche farmen kann, muss ich nächstes Mal nicht farmen. Dann kann ich einfach rübergeben, mir den Sattel quaffen und wieder zurückkommen. Ja, ich weiß nur, wenn wir in optimal eine Mutation in die richtige Stelle wiederkommen. Das sind mehr als 100 Dinge sicher, vor rund 200. Ich hab doch eine Source selected. Wo ist er denn da? Stimmt, ich hatte den. Warte mal. So, aber wie viel Gewicht ist der Agi? Okay, der Agi ist schon. Sonst fliegt der mir gleich zu langsam. Das ist eh immer ein Krampf, die nach Hause zu kriegen.
So, ja, gestern habe ich wieder ein bisschen PvP geguckt und an sich finde ich das mit PvP ja echt cool, aber ich finde es halt immer, dass die bauen halt alle so hässlich. Das müssen sie natürlich, damit es stabil ist und so. Da geht es halt nicht um Ästhetik, sondern um, ne? Aber dann haben die auch sowas wie 8000 Kryokammern in den Boden gesetzt. Also, ne, dann ist total. Ich blick da nicht durch. Kein Überblick. Viel zu unübersichtlich alles. So, dann fliegen wir jetzt zum Metallberg, wenn der Agi mal hinterherkommt. Wir machen hier mal kurz einen. Aber jetzt sehen wir mal, wie viel Metall an diesem Vulkan rumhängt. Iguanodon! So, der ist weg. Hau drauf! So. Kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Das Schöne in Scorched Earth ist tatsächlich, dadurch, dass es ja eine Wüste ist, steht nicht so viel rum. Da kann man besser mit so einem Rudel rumlaufen, ne? Ich habe zum Beispiel auch ein Rudel Wölfe vorbereitet und ein Rudel Allosaurus. Und dann kann man mit denen dann schön über die Map flitzen. So, ich muss mal gerade mal was zu trinken einschütten. Und ich werde die Map auf jeden Fall nutzen, um jede Menge Perlen zu farmen. Ich habe die Hoffnung meiner Max-Level-Tech-Rüstung noch nicht aufgegeben. Hallo, du Titanosaurus auf Level 11. So, bei Metallberg fange ich immer oben an und arbeite mich kreisförmig runter. Vicky, dir auch einen schönen Abend. Nochmal vielen, vielen lieben Dank. So. Tschüss. So. Dann warten wir hier oben, bis der Ari angekommen ist. Ankommt. Hier sind so viele Agis, ich finde meinen nicht. Da, der ist er. Der Arme muss so schwer tragen. Guck mal, wie langsam der ist. So, jetzt sind wir da, jetzt können wir weitermachen. Einmal absetzen und jetzt wäre es schön, wenn du relativ zeitnah schlagen würdest. Dankeschön. Perfekt. Upsa, falsche Perspektive.
So, also hier hängt jede Menge Metall. Und deswegen nimmt man hier auch liebevoll den Metallberg. Ich weiß gar nicht, ob der offiziell so heißt. Nein. So. Jetzt habe ich wieder zu lange gebraucht. Der hat schon wieder das Interesse verloren. Oder ist er voll? Nee, noch lange nicht. Jung, wolltest du mal schlagen? Gib mir mal aus den Füßen ab hier. So. So, gefällt dir die Stelle hier besser? So, ganz so metallhungrig kannst du aber nicht sein, ne? Also ich meine, noch metalliger als hier geht nicht. Junge, die Pika will eine Stunde farmen. Bis dahin wäre es schön, wenn du geprügelt hättest, damit das nachspawnen kann. So, jetzt ist er schön leer. Echt hier ärgern. Ah, yeah! Er hat sich doch entschieden, was zu tun. Großes Metallvorkommen. Das ist schon abgelootet, deswegen nicht geschlagen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie so die Custom Cosmetics funktionieren bei mir beim neuen Server irgendwie. Das ist überhaupt nicht mehr richtig. Also das hat bei mir funktioniert. Funktioniert die Orte nicht richtig? Also ich versuche zum Beispiel bei einem Ding Custom Cosmetic auszuwählen und lässt mich nicht. Was willst du denn auswählen? Zum Beispiel die Einglaswände wollte ich mal versuchen. Ja, die kriegst du. Achso, ja. die von Wildcard selber die Wände. Oder die Rexhaus-Dinger. Nee, die von Wildcard selber zum Beispiel. Also die funktionieren bei mir. Also. Oder eben Skins für Charakter zum Beispiel. Ich kann tun, was ich will, dort, wo die einfach vor und der Custom Cosmetics waren, ist der Custom Cosmetics, der taucht bei mir nicht mehr auf. Okay. Das Auge. Das Auge hast du nicht in der Links. Nope. Ja, im Mass-Menü offen, da müsste das hier sein, Robin. Was? Sag's gerade im Stream. Das sieht so aus.
Dreck über meiner Schrift finden Munition. Ah, jetzt okay. Problem gelöscht. So. Ich habe anscheinend nicht bemerkt, dass wir das alles irgendwie in ein einheitliches Ding geschmissen haben. Ja, ist viel übersichtlicher, jetzt nicht viel einfach. Na, Agi, geh auf Seite! Ich muss hier farmen. Ich habe keine Zeit zum Kuscheln. Er hat doch nur Liebe. Ja, ich habe aber keine Zeit für Liebe. Liebe. Oder so gibt es doch so einen Song. Ah, nee, das ist eine Parodie auf diese Liebe. Oder so. Oh, keine Ahnung. So, ist Mona eigentlich noch da? Ja, bin ja. Da. Belebt. Ja, ich wollte es nur sagen, Mona, ne? Du bist auch mal still. Nicht nur immer ich. Oder wir. Ja gut, bei euch ist man das ja gewohnt. Nein, ich war gerade den Kindern Abendbrot machen. Ach so. Also ich wollte gucken, wie schwer der Enki ist. Ah, der Enki hat die Hälfte seiner Belastbarkeit erreicht. Dann kommt AG Nummer 2 raus. Da. Alles klar, Sabine. So, okay. Dann einmal absteigen. Und dann ist das... Wo ist er? Jung! Da. Ist er das da hinten? Nee. Da. Wunderbar. Keine Müdigkeit hier vortäuschen. Christoph, vielen, vielen, vielen lieben Dank. So. Wir sind gerade ein bisschen in DLC-Vorbereitungen. Und sind Ressourcen am Sammeln. Hab ich denn wieder den PT gemacht? Schlag. Und nochmal. Und jetzt hier. Agis. Jung, hier ist das Metall. Bei den sehr, sehr penetranten Agis. Danke. Und hier haben wir noch Metall. Hoppa. Hoppa, kann man das sagen? Wop, 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 wop. So, haben wir hier noch, da unten. Sind sie beide da? Ja. Perfekt. Mensch, Agis, ihr macht mich echt kirre hier.
So, das Metall nehmen wir noch mit und dann ist gut. Oh, da ist ja noch mehr, das muss ich auch noch mitnehmen. Schlag, Schlag, Schlag. Danke. So, das kommt auch mit. Was du heute kannst farmen, das musst du farmen auch morgen. So. Ja, ne? Hier ist noch jede Menge. Da ist noch jede Menge Metall. Oh, guck mal, da war ja diesmal jetzt nicht Okizuki. Habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, das dauert, das wird eine Viertelstunde. So, bist du denn am Züchten oder bist du noch am Bauen? Ich schütze immer noch die Bibel. Ja, nee, ich hab jetzt gedacht, du wärst vielleicht noch irgendwas am Bauen gewesen, deswegen. Das war einfach nur Neugier. Nein, ich versuche die Otters hochzukriegen. Ach so. Aber, Manu, es sieht so den restlichen Nachmittag schon dran, bis um Abend. Ey, es ist keine einzige in der richtigen Mutationsstelle. Wie viele Weibchen hast du denn? Nein! Okay. Dann weiß ich es nicht. Also es liegt nicht am Server, definitiv nicht. Komm, Schlag! Okay, anscheinend hat Network Instability gerade irgendwie was bei ARK. Was betrifft die offizielle Okay. Genau, weil ich bin noch ganz normal reingekommen. Weil ich gegessen habe. Die Meldungen betreffen in der Regel immer noch die öffentlichen Server, ansonsten postet Nitrado das. So, also ich habe jetzt alle bisher freischaltbaren Dinge im Battle Pass freigeschaltet. So, ich glaube, wir fliegen nach Hause. Kommt mit, Jungs, Mädels. Okay, hier unten ist noch Metall, das möchte ich noch mitnehmen. Ach Mist, das geht ja nicht mehr. Okay. Na, hallo? Ist leer, ja. Ah, Mensch! So praktisch das ja auch ist mit dem Argus, ne? Aber wenn die einem anderen in den Weg fliegen, ist das echt nervig. So, wo wohne ich denn? Bei mir wollte das Megatherium gestern nicht mit der richtigen Farbe auf dem Körper mutieren. Das war nervig.
Aber ich habe Level 700 geknackt, weißt du schon. Oh, schön. Da ist noch Metall, das kann ich nicht liegen lassen. Ist immer schlimm mit mir. Deswegen gehe ich so in den Metallfarmen. Das ist so ein Suchtdinge bei mir. Ich habe heute einen Clip von der neuen Staffel von LOL gesehen. Ach, ne, habe ich tatsächlich nicht gesehen. 28. Ja, die haben die ersten Minuten gezeigt, also wo quasi die Prominenten dann reinkommen. Ist Caroline Kebekus dabei? Nee. Ah, schade. Es ist Simon Streter dabei, Hese Brugger, Elias Mbarek. Ja. Die Kebekus, die Olaf, drauf. Olaf Schubert, wie heißt diese, so eine Türkin, so eine dickere mit Afro-Frisur? Melton noch was? Ja, Ralf Schmitz ist mein Highlight. Hier Otto Wolkes. Ach, krass. Ja, voll krass. Und wie heißt denn die blonde Frau? Amelia Böse auf jeden Fall auch. Oh, ja. Und Ina. Ina noch was. Ah, von Inas Nacht da, die. Ja. Genau. Ich glaube da. Also es sind auf jeden Fall 10. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt aufgeführt habe. Simon Streter habe ich gesagt? Nee. Thorsten Streter, so. Ja. Auch, ja. So, wir müssen es leider immer ein bisschen warten, bis die hinterherkommen. Ja, den Streter, den gucke ich furchtbar gerne. Naja, der ist auch wieder dabei. Also es wird, glaube ich, sehr, sehr lustig und 28. Kebekus ist also doch schwanger, wahrscheinlich ist sie deswegen. Ja, das kann, ja, stimmt, ja. Ja, das kann sein, ja. Ja, freue ich mich auf jeden Fall mega und ich bin gespannt, wer dann als erstes rausfliegt. Ja. Bei Otto habe ich nur die Befürchtung, dass es halt echt nicht witzig wird, weil die alten Sachen sind halt irgendwie. Ich kann da nicht mehr so drüber lachen wie früher. Also ich hoffe, der macht was Neues. Mhm. Oh, meine Ausdauer. Ich habe eine Leiche mitgenommen. Also irgendwas in einem großen Sack und die haben alle so getan, als ob da eine Leiche drin wäre. Ich bin gespannt, was er da angeschleppt. Ich hätte beinahe meine Ausdauer übersehen. Ach genau, und Michael Kessler auch. Ah, okay. Ja, der ist auch gut. Der hat ihn noch ja, ich bin gespannt. Ich mag Mirja Böse auch voll gerne irgendwie. Ja. Ist ja auch schon was länger da. Da, als Comedian. Bin gespannt. Ich mag Hese Brugger eigentlich auch. Auf Netflix gibt es ja auch eine Show von ihr. Ja. Hab ich auch geguckt, fand ja super. Aber die hat bei mir irgendwie. Sie ist witzig. So, fliegt alles. Aber so, Sabine manchmal nicht alles. Aber ich aber auch manchmal bei Leuten. Ah, da gab es so Vorfälle, die fand ich nicht so gut. Aber ah, okay. So, Sabine, ich habe erfolgreich Metall gefarmt. Wir werden gleich wissen, wie viel. 6. Mein armer Agi hier. Ich glaube, der ist komplett überladen, so langsam wie der fliegt. Ja, nicht ganz, aber ich habe auf jeden Fall einiges an Material mit.
Über den Wolken fliegen die Agis in Zeitlupe. Ja, am einfachsten ist es dann quasi, wenn du selber auch auf dem Agi sitzt, dann kommst du. Ja. Habe ich dann auch gemacht, weil meiner Libelle war nichts drin. Beziehungsweise, nee, ich bin auf dem Agi gestiegen und habe quasi die Libelle mir folgen lassen. So, in der Libelle war schon was drin. Und dann bist du quasi das langsamere Tier und musst aber nicht immer auf das andere Tier warten. So, mein Rex ist auf jeden Fall da unten ordentlich am Wüten. Aber die Agis haben dafür aber echt eine große Reichweite. Das war kurz nach Release ätzend, da stimmten die ganzen Paarungsreichweiten nicht. Da musstest du die quasi ineinander stellen, damit das überhaupt funktioniert. Was? Ja. Das war aber auch nur eine Woche oder so, dann hatten die das schon gefixt, aber war am Anfang relativ lästig. Ja, das kann ich. So, jetzt sind wir da. Jetzt kommt das Problem, den ganzen Kram in die Schmelzöfen zu kriegen. Weil, obwohl ich die Reichweite dieser Transferpistole drastisch erhöht habe, scheint das nicht zu funktionieren. Doch, eigentlich schon. Kann man mir auch um die Ecke gehen und es geht. Ja, aber das ist nicht so weit, wie ich es gerne hätte, tatsächlich. Wie weit ist denn dein Weg? Was nicht weit. Also rein, eigentlich soll das 40 Fundamente weit jetzt funktionieren, theoretisch. Also wenn der Agi vor deiner großen Tür steht, kommt mich nicht dran. Funktionieren. Nee. Habe ich probiert. Warte, kann ich jetzt zeigen. Der steht jetzt hier hinten. Warte. Ich parke sie vor der Tür. Sie folgen ja alle über die Welle. So. Wisst ihr? Wird jetzt eingeblendet. Zu weit weg vom Ziel. Nee, ich dachte auch eher, dass du quasi die Agis quasi direkt vor der Tür parkst, dass die hingestellt sind. Warte, das kann ich probieren. So, Moment. Feuerstein. Nur Items. Obsidian. Okay, hatte nichts mehr drin. Ne, okay, das ist Metall schon alles raus. So, das Problem wird nämlich auch sein, dass sie sich bewegen. Ich mache da nämlich immer den Umweg und siehst du, aber der ist jetzt. Warte, ich lande die mal. Jetzt funktioniert, fress ich einen Besen. Ja, immer. Bist du zu weit weg? Geht nicht. Naja, vor die Tür, nicht unten vor die Treppe. So. Ja, direkt an der Tür, ja klar, da geht das. Ja, das mache ich auch immer. Ich pack den direkt vor der Tür bei mir und dann klappt's. Wo ist der Agi? Bei mir ist es direkt um die Ecke an der Tür. Aber der Agi würde ja auch hingefragt fliegen, das ist ja genug Platz. Du kannst sogar mit dem reinfliegen. Wenn ich hier durchkomme. So, jetzt. Beine. Ich habe noch Stein, Feuerstein und Obsidian dran. Okay. Ah. Stein. Ah. Na gut, kannst du zumindest in die Box schießen. Stein. Feuerstein. Und Obsidian. So. Da. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ja, dann holen wir den anderen ab. Na. Oh Gott.
der ist ziemlich beladen. Alter. So, noch der. Einfacher. Du kannst mit dem direkt reinfliegen. Stein. Feuerstein. Und Obsidian. So, und ich glaube, der könnte noch Kristall drin haben. Ja, der hat noch 112 Kristall drin. Da. Oh. Komm. So, okay. Dann gucken wir mal, was es gegeben hat. Wir haben 6, 12, 18, 24, 240.000, 50, 60, 70, 280.000 Metall. Boah. So, ich teile das jetzt wieder auf beide Öfen auf. So, sind 140.000 Metallbarren. Klingt viel, ist es tatsächlich aber nicht. Leider. Ja, ich weiß, dass ich überladen bin. Das ist mir schon klar, mein Freund. So, okay. Fair aufgeteilt. Dann parken wir unsere Tiere wieder in ihren Stallungen. Ich muss Pika mal auf Seite stellen. Mhm. So. Mädel, hier, jetzt. Oh. So. Jetzt kommt noch der Enki. So, aber ich gehe mir jetzt gerade mal ganz kurz, ganz dreist, während wir weiter farmen gehen, gehe ich mir den Rest von meinem Mittagessen holen. Ich habe nämlich eben ganz kurz vom Stream gegessen, weil mein Schatz heute länger arbeiten musste. Hat das alles nicht so gepasst und ich habe gerade echt Hunger. Und deswegen mache ich gerade Multitasking, dann spielen wir und ich esse dabei was. So, also Heinz Torben wird erstmal auch neu positioniert. Und ich habe Hunger. Bin das wieder da? Jawohl. So, ich lasse euch gerade mal laufen. Das ist das. Und ich komme jetzt wieder. Ich gehe gerade nur mal mein Essen holen. Ich bin wieder da. Ich werde jetzt nebenbei meine Nudeln essen. Und die sind aber lecker. So, dann gehen wir noch ein bisschen Leder holen.
Und ein bisschen Fleisch. Dafür nehmen wir jetzt Lizzie. So. Da steht schon Leder und Fleisch. Direkt vor der Haustür. Hallo. Du warst aber schnell wieder da mit uns. Ja, ich stand ja in der Küche. So weit ist der Weg ja nicht. So. Ja. Iguanodon! So. Alles wegfressen hier. Alles in Leder und Fleisch umgewandelt. Kommt Buckeln heute eigentlich noch oder macht er heute irgendwie wirklich weh? Der ist heute doch nur verabredet. Ach ja, stimmt, da war was, ja. Stimmt. Mhm. Stimmt. Das ist wieder ein wilder Rex. So, ich bleibe zwischenzeitlich immer mal stehen, um mir mal ein bisschen Nudeln zu nehmen. Rex gegen Kamel, glaube ich. So, ich werde die Tage auf jeden Fall auch nochmal Jurassic Park gucken. Ich habe voll Bock auf Jurassic Park. Wird er von Mikroraptoren attackiert? Die ätzenden Viecher. So eine Unverschämtheit. Ja, Dankeschön, Lizzie, fürs Rennen. Ich sehe dich da, mein Freund, du Schlumpf aus Schlumpfhausen. So, wenn wir hier weiter lang laufen, kommen wir übrigens zu Pika. Ich gehe zum Farm immer, laufe ich zwischen Pika und mir hin und her. Aha. Ja, so weit? Ich glaube immer den Fluss hier runter. Weil das spawnt immer relativ viel an dem Fluss. Und bis ich dann quasi hinten angekommen bin, dann sind die schon nachgespawnt dann. Dann kann ich schon wieder zurücklaufen. Das, dann kann ich die ganze Zeit was auf dem Stück hin und her laufen. So. So. Mal bin ich auch schneller, wenn ich gerne das nicht esse. Ja, was willst du, Schildkröte, von mir? Meinst du, du hast eine Chance gegen Lizzie? Hast du mal gesehen, was da für ein Panzer ist? Und dann kommt der große. Ja, ist mir tatsächlich bisher hier noch nie passiert. Nee, muss man irgendwie an das tolle Erlebnis mit dem Viech denken. Ich fand den viel geiler, wo Lucifer gespawnt ist und dann von dem Boot gerutscht ist. So, fressen wir das Babyvieh um? Ja, komm her, Babyfleisch. Oh, lecker Babyfleisch. Das wird super. Hab ich in dem Moment, als ich das gesagt habe, auch gedacht. So. So, hier nehmen wir eine kurze Nudelpause. Mensch. Ich bin mit dem Stein hängen geblieben. Oh.
Oh, dich freut sich, mein Freund. Die hat uns am Samstag das Leben zur Hölle gemacht. Frodon, die haben uns am Samstag das Leben zur Hölle gemacht, sag ich. Ach so, ja, die Dinger, ja. Sag mal, hörst du mal auf zu kacken? Ich will den in den Ball backen und der kackt da zweimal. Einmal das Ei und einmal die Kacke. Und dann hört die Animation auf. Ah, ja, ja, ja. Ja, so eine Unverschämtheit. So. Den fressen wir noch und dann gibt es wieder eine kurze Nudelpause. So, Lizzie, Chip, doch, Lizzie ist es. Lizzie ist in der Höhe gestiegen. Hallo! Kommst du zu mir, Dorian? Ja? Alex, ich. Sie kann die Stimme nicht anschauen, Internet kackt ab. Hm. Oh, ja, kann sie auch nicht arg spielen. Ich wollte gerade sagen, das ist gerade viel schlimmer, glaube ich. Ja. So. Ich wollte nur sagen, ich wollte dich nur informieren, euch alle mal. Danke, danke, danke. Ich habe es gerade tatsächlich während des Essens und Farbens nicht gesehen, was sie geschrieben hat. Nein, sie hat es gerade, weil ich irgendwie den Ton hört, da habe ich gedacht, okay, guckt. Guck mal kurz, über. Uff. So, erster Hunger gestillt, Essen rest er sich später. Was von Herkules gibt es jetzt ein Musical? Echt? What? Ich wusste, dass es von Zurück in die Zukunft eins gibt. Das würde ich auch gerne gucken. Von was? Zurück in die Zukunft. Oh. Und ich hoffe ja tatsächlich jetzt in Köln, in dem Dinger da, das wechselt ja jetzt bald wieder. Und ich hoffe, dass dann da irgendwas reinkommt, was wir gucken wollen. Da haben wir ja Bodyguard gesehen, das war richtig gut. Richtig schönes Musical. Und das war mit dem Musical echt ein Zufall. Wir hatten dann irgendwann beim Umzug haben gesehen, dass mein Schatz noch einen Gutschein hatte, von irgendwann Ewigkeiten her mal irgendwo gekriegt. Und damit haben wir dann die Karten geholt, bevor er nämlich abgelaufen wäre. Cool. So. Dodo! 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 Dodo, Töter, du. Ich weiß, es tut mir leid, aber ich brauche Leder. Ich will die 4 Millionen noch voll kriegen. Komm her, du. Ich hoffe so sehr, dass sie die Drachen richtig benennen und nicht irgendwie Winseln nennen oder so. Oh Gott. Der Winseln wurde von gut getötet. Ja. Oder von Gerüche. Oder von Gerüche. Ja. So. Der Winseln wurde von Gerüche getötet. Geheimtipp, warum ich hier immer runterlaufe. An dieser Stelle, hier gibt es Biberdämme.
Jetzt sage ich nicht so laut, wenn die Pika hier in der Nähe wohnt, dann gibt's, stehen die nämlich nicht Ach mehr. Ach so! Manchmal hast du Glück und dann sind hier vier oder fünf, manchmal hast du Pech und es ist keiner da. Gerade ist keiner Ach, da. Die sind hier. Ja, okay. Ja. Ich glaube, in Zukunft brauchst du ja jetzt deinen Besuch, Manu. Ah, da wartest du einer. So normal spawnen die relativ schnell nach. Aber das ist, du kriegst halt immer so 200-300 Simzimperlen da raus und die nehme ich dann auf dem Weg halt gerne mit. Jede halbe Stunde oder so, glaube ich. Aber gerade ist hier. Doch, einer ist hier. Einer ist hier. Zwei! Ach, du bist auch. Aber keine Siliziumperlen, aber seltene Blumen und Zement. So, und den nehmen wir auch mit. Sag mal, du erstickst auch gerne, oder? Oh. Der ist ja eiskalt stehen geblieben. Ja. Huch. Wisst ihr, aber hier sieht man schon die ganze Brücke. Oh. Guck mal auf mit den komischen Sachen, die du haben willst. So, hier wohnt nämlich die Pika. Ja, da streicheln geht. So. Ich glaube, doch, kann ich auch. Klar, Mona ist auch mal rüber. Hier hin, komm hier hin, Blödmann. Stopp! Achso, Pika redet mit dem Saurier. Ich dachte schon, sie redet mit mir. Nee. Ich dachte, ich stehe doch, ich guck doch nur. Nee, so. So. Der hier auch walken. Irgendwer wollte noch. Die wollen alle mal laufen. Ich grühe die so lange ein bisschen kuscheln wollen. Ja, das letzte Mal habe ich es 10-mal gemacht und da wollten immer noch laufen. Beziehungsweise irgendwie, weiß ich nicht, was für ein Kibbel oder. Und bei den Rexen, die gehen ja relativ schnell beim Laufen. Sabine, mach bei dem Gewinnspiel mit, dann kannst du auch mit Ark spielen. Das wäre so cool. Da kann man Wett drin machen. Wer kriegt seine 7 Sachen eher zusammen, ich oder Sabine? Ich will ja nichts sagen, aber ich vermute Sabine. Oder hätte Manu noch jemanden, auf den er schimpft wegen dem Bauen? Nein. Wegen dem schönen Bauen, meine ich. Ja, das kann sein, dass Sabine dann, dass ich dann neidisch bin, wenn Sabine da anfängt zu bauen, weil ich glaube, Sabine ist auch so perfektionistisch dann. Dann nennst du Sabine auch die blöde Kuh. Das ist nur liebevoll gemeint. Mona ist eine liebevoll gemeinte blöde Kuh. So, was haben wir schon an Leder? Oh, noch nicht so viel, wie ich gerne hätte. Muss noch ein bisschen laufen, aber auf dem Rückweg bringen wir schon mal das Fleisch weg. So, wir müssen die Abzweigung nehmen, naja. Ein Lystro! Pika, den Lystro hast du dir geholt, ne? Ja. Ja, okay. Komm her! Gib mir dein Leder! Hi, Blumiu! Gib mir dein Leder! Ja, das ist bei Alex auch so. Alex ist mega perfektionistisch beim Bauen. Und dann kommt er mal, ja, das stört mich, ich habe da einen Fehler. Und dann ist das nicht so ein Fehler, die ich entdecke, dann sind das selbst Fehler, die selbst ich nicht sehe. Und ich bin ja schon Fehler bekloppt. Uschuf bei Mona. So.
Manu kann auch bei dir dann zur Rippe angucken kommen. Besser nicht. Ach, meine Treppe ist harmlos gegen eine Brücke. Ja, ich glaube, die meinte ich. Die ist perfekt in mittig. Die ist schon perfekt in der Mitte. Stirb! Stirb, Bronto! Und da haben wir noch ein Bronto. Bronto sind immer gut. Bronto geben viel Leder. Jetzt machst du dich nicht, du Blödmann. Oh, wie Raptor! Ein bisschen. Oh, wie Raptor! Das blinkt. Kompi! Ich saug euch alle aus! Ja, mein Freund, tut mir leid, da hast du zu lange zum Starten gebraucht. Mein Gott, wie viele Obi-Raptor sind hier gerade unterwegs? Ich bin im Land der Dilophosaurier hier. Und sie kommen präzise auf uns zu. So, dich da oben nehme ich auch mit. Da kannst du dich im Gemüse verstecken. Hier, ich sehe dich. So, ja, ich hoffe ja, dass wir Freitag einen Trailer kriegen für Scorch Earth. Wäre sehr nett. Ich nehme ihn auch schon gerne heute Abend. Und für Scotched Earth? Ja, ein Trailer. Ich würde echt gerne einen Trailer sehen. In der Rat, ja. Stimmt. Ja. Hm. Na, ich will sehen, wie Harish jetzt aussieht. Und die Drachen natürlich. Und die, oh, die Mantis. Oh. Hm. Die Mantis wird schon da. So, oh, guck mal, da haben wir einen Gigaraptor. Auf Level 44. Du wirst weggeschnabuliert hier. Und du Baby-Gigaraptor wirst auch wegschnabuliert. Gerüche. So. Wir brauchen Ressourcen. So, ich brauche hier nicht groß fragen, welches Tier euch am Ende von Scorch Earth wünscht. Ne? Also ich nehme Drachen. Ich werde einen Elektrodrachen nehmen. Ich auch. Tatsächlich. Natürlich Elektrosaurier, meinte. Ja, ich dachte, du nimmst Gift. Eides! Ja, du kriegst mal einen von der Wunschliste nachher am Ende. Du kannst natürlich vorher einen züchten, aber das mit den Level 700 Wunschdingern da, das ist ja nur einer. Drache zählt nicht für alle drei. Ach, haben wir die nebeneinander züchten? Nein, geht das sind nur unterschiedliche. Das geht nur in derselben Art. Ach.
So. Schau mir nachher einfach das Bild auf. So. Dip. Einmal Fleisch wegbringen. Jawohl, 68.000 Fleisch. Dann fahren wir hier hinten nochmal die hier weg. Holen die Sachen aus dem Farmer raus. Und dann bringen wir das Leder weg. Ihr habt echt den Knall nicht gehabt, ne? So, der muss noch sein. Großes Leder. Toter Rex. So, dann gucken wir mal, wo sich der Farmer rumtreibt. Ah, da krabbelt noch was. Hallo. Ich tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber dieses Farmen, ne, das könnte ich stundenlang machen. Ich habe keine Ahnung warum. Das macht mir so einen Spaß. Also viele finden das jetzt total zum Kotzen und ich finde das so total entspannend. So, mein Freund. Was hast du denn in der Tasche hier? 10.000 Items, schon mal gut. Also wir haben jetzt schon 140.000 Leder. Gut ist, ich habe die ganzen Rex-Sättel und Giga-Sättel schon fertig. Die sind schon auf dem Camp drauf. Das ist echt gut, ja. Oh, ich habe gedonkt, ich habe Angst. Moment, wo ist meine Maus? Oh, es ist arg. Okay. Ach so, das Evo-Event beginnt. Ne, endet in 3 Stunden. Okay. Ich habe im Moment jedes Mal, wenn es bei A klingelt, Angst. Ja, du kleiner Raptor. Komm her. Der liegt vor meiner Haustür. Kann ich auffressen. Das ist das Gute hier, von meiner Tür liegen immer Leichen, weil die Pflanzen die alle abschießen. Ich muss da nur rumlaufen und die Reste wegsnacken.
Komm her, kleiner Triceratops. Oh, verdammt. Oh. Okay. Mein Fuß ist eingeschlafen und ich wollte mich rausdrehen und habe ihn währenddessen eingequetscht und habe ihn nicht rausgekriegt. Oh. Aua. Aua, aua, aua. Und ich bin doch schon so alt. Bei mir heilt das nicht mehr so gut, wenn ich was Schlimmes habe. Ach Mann, du hast schon eine Zeit, du bist voll für 20. Ja, da, ja, 25 ist ja auch voll alt. Also bitte, ich bin keine 12 mehr hier. Wenn ich jetzt falle und mir was breche, das dauert halt. Also bist du jetzt uralt? Ja, fast. Ach, wie sehen deine alten Knöchel und so jetzt schon? So. Ja, wenn er meine Knochen sehen könnte, das wäre bitter. Nee, ich sitze beim Stream immer so, dass ich quasi auf dem Stuhl sitze, aber ich sitze auf meinem linken Fuß. Ich habe den dann unterm Arsch und so angewinkelt dann quasi und der war gerade eingeschlafen, dann wollte ich den wieder, ne? Und dann habe ich ihn aber in der Stuhllehne eingeklemmt und dadurch, dass er eingeschlafen ist, habe ich den nicht da rausgekriegt und es hat angefangen weh zu tun, weil er eingeklemmt war. Ja. Doof halt, ne? So, man doof ist. So. Okay, nochmal 28.000 Fleisch. Dann bringen wir... das muss aus dem Rex sein. Nehmen wir das hier mal weg. Das kann auch weg. Ich mache hier auf The Island keine Bosse mehr. So, Leder. Leder ist hier. Leder, Keratin, Chitin. So. Leder habe ich aktuell 3.641.295. Dann habe ich noch Siliziumperlen da. Dann das Zement. Und noch seltene Blumen. Da war ich heute auch farmen. Da habe ich jetzt schon 21.000. So, ich wollte noch gucken, was ich an Fleisch habe. Fleisch habe ich 1.147.775. Filet 368.000. Fisch, oh nein, das ist nicht Fisch. Fisch habe ich 71.000 nur und Fischfilet habe ich 22.000. So, ich habe es übrigens getestet, dieser Gärtner funktioniert immer noch nicht. Na toll. Also der hatte auch kein Update mehr, seitdem da drin ist mit den die Bulkboxen. So, jetzt reiten wir wieder die Route zu Pika runter. Nee. Hallo. Ich habe einen Dimorphodon gefressen. Dodo! Ja, was wollt ihr von mir hier? Und ihr habt die Schnitte? So. Keine Chance hier.
Ja, ich hoffe, dass bei Alex das Internet wieder zügig funktioniert. Dass sie spielen können. Aber es war klar, kaum hat sie Urlaub, ne, passiert irgendwie so ein Driss. Ja, mehr. Du gehörst auch mir. Ich fresse deine drei Kinder. Ich habe übrigens tatsächlich noch kein Baby-Terzi gesehen. Und obwohl er im Trailer vorkam, auch kein Baby-Agi. Ich bin mal gespannt, ob es Babydrachen geben wird. Das wäre so eine Babydrachen. Gibt es wieder keine Meldung? Keine Meldung? Warte. Moment, Moment. Nee, es gibt wieder keine Meldung. Pika, vielen, 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 vielen lieben Dank. Bitteschön. So, ihr seht es nicht. Pika hat nochmal 25 Euro gespendet und hat drunter geschrieben, doppelt hält besser. Pika, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Bitte gerne. Pika, so. Engel. Ich weiß nicht, warum das nicht kommt. Das ist alles eingeschaltet. Ganz komisch. Weil in der Software, komischerweise, wird es mir auch angezeigt. Aber irgendwie scheint die das nicht einzublenden im da Moment. Da steht halt auch, dass du offline bist, aber der meint halt dein Twitch. Ja. Keine Ahnung. Ganz komisch. Also, Pika, nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Edit Shop Sections. Kratos! Oh mein Gott! Oh nein, ernsthaft? Es könnte Kratos wiederkommen. Ja, vor einer Stunde hat die China das gepostet. Oh mein Gott! Ja. Kratos, oh mein Gott. Geil. Genau. Schon über tausend Tage nicht mehr drin. Oh weh, der kommt nur ohne seine Axt, ne? Wie der das mit Black Widow gemacht hat. Dann weine ich. Ich will die Axt. Ich meine, der passt ja auch gut zur Season, ne? Also. Ja, eben. Ja, und ja, weil die Axt selber kostet schon 1000. Ja, ja, ich werde wahrscheinlich auch aufladen. Ich habe jetzt 3000 auf dem Konto, aber ich will mir morgen auch nie das holen. Kratos, also das Bundle komplett kostet 2000. Komm her, komm her! Ach Mensch, sei nicht so buggy! So, aber Pika nochmal vielen, vielen Dank. Ja, okay. Ja, lieber einmal zu viel bedankt als zu wenig. So. Wäre natürlich toll, wenn die. Nee, wäre eigentlich nicht so toll, wenn die alten Nike-Dinger wiederkommen. Wenn die was wiederkommen würden? Ich hab's nicht. Wenn die alten Nike-Dinger, die Airphobia, die. Ach so, nee, sollen bitte ja nicht. Ja, die ganz alten sollen wiederkommen. Ja, ja, ja. Aber ich würde ja noch mehr ausgeben. Ja. Das meinte ich. Eigentlich, ja. Ah, ja, dann ist Pika bald wieder blank. Weil Pika ja so oft blank ist, ne? Jeden Monat sagt Pika, boah Leute, ich habe nichts mehr im Kühlschrank, ich weiß nicht, was ich tun soll. Jeden Monat. Ich muss meine Switch für 2 Monate verkaufen. Um Lust, ich spiele dazu. Ja. Weil ich sagen kann, könnte man locker fast 400 machen. So, ich muss gerade noch mal ein Stück Nudeln essen hier. Ich auch was. Was gibt's denn bei dir Gutes, Lucifer? Kartoffelstock. Okay. Für alle, die es nicht wissen, ist Kartoffelpüree.
Aber in der Schweiz tut man das Stöcke rein, deswegen. Nein, mit Soße und Fleisch. Okay. Und Stock. Und Rüebli. Karotten. Ah. Möhren. Ich muss ja irgendwas Gesundes noch dabei sein. Ja. So, boah, ist das. Das ist leider scheiße lecker. Hast du. So, okay. Mund sauber machen. Kurz was trinken. Ich muss mich auch ganz dringend rasieren, aber irgendwie bin ich im Moment zu voll für. Sabine bekommt Hunger. Aber Sabine, ich hoffe, bei euch ist in den Kartoffeln kein Stock drin. So. Ja, du musst was essen, Sabine. Das sind Weisheiten von und mit Lucifer. Diese tollen Weisheiten gibt es nur bei Asano. Also, ne? Ja, dann muss halt Hunger. So. Ja, Pech gehabt, ne? Leben ist hart. Oh. Mal gucken wir mal, ob die Biberdämme nachgespawnt sind. Ich glaube es noch nicht. Ich glaube, es ist noch zu früh, aber vielleicht haben wir Glück. So, auf jeden Fall danach, wenn wir zurückgekommen sind von der Route hier, dann gehen wir einmal Bären farmen. Oh, ich muss unbedingt noch seltene Blumen farmen. Oh, ja, das habe ich heute zum Glück schon gemacht. Das geschafft? Ich habe 12.000 geschafft. Okay. Ich habe aber auch einen Terzi, der extremst auf feines Level auf Ernten gelevelt ist. Also du kannst ihn ja, wenn deiner nicht so hoch ist, gerne leihen. Muss leider abgehackt. Ich sag, ich habe meinen ja auch auf feines Ernten gelevelt. Wenn deiner nicht hoch genug ist, kannst du dir meinen gerne leihen. Beste ist, du gehst zu Brooklyn. Ja, ich habe auch bei Brooklyn im Sumpf. Also, der hatte extrem viele Blumen. Ja, ja, ich weiß, da war ich letztens. Ja. Dann ist mein Spiel abgekratzt und dann kam das Krokodil. So. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Dieser blöde Krokodil, oder wie auch immer der heißt. Ach. Na, ich hänge im Baum. Geh weg. Dich darf ich kaputt machen, ohne dass Mona mit mir schimpft. Was kommt denn erst? Ein Stein? Ja, Stein kriege ich nicht so schnell kaputt. Der geht nicht kaputt, wenn ich mit der Libelle dagegen fliege. Das ist niemand lieb, Manu. Nicht erwischt. Und schützt Manu, aber bang, das Stein ist platt gewalzt. Ja, ich hoffe, dass Alex es heute noch schafft, online zu kommen. Wenn sie überhaupt bauen kann, so muss man fast eine Verlängerung verlangen. Ja, genau. Ich will jetzt 11 Meter schießen. Verlängerung haben wir schon. Ja, aber es ist eine Verlängerung der Verlängerung, bitte. Eine extra Verlängerung haben wir so lange mehr. So. Ja. Ich muss mal gerade ganz kurz nach meiner Zigarette gucken. Ich glaube, da ist kein Nikotin mehr drin. Ich komme sofort wieder. Ich lasse euch laufen, ja? Ja. Er lässt uns laufen, das ist immer nett. Ja, schnell weg, aus dem Keller raus. Lauft euer Leben. Freu noch auf frisch. Lucifer, du bleibst zurück, du musst die Ablenkung spielen. Wir haben doch Brooklyn. Du bist ein Opfer für uns, sei froh, Mann. Wir haben doch Brooklyn, der kann doch hinhalten. Wo ist denn Brooklyn? Nicht hier gerade. Unsichtbar. Unkriegbar.
So, da bin ich wieder. Zu spät. Zu spät? Wir sind alle aus dem Keller entflohen. Ach so, ja gut, ist nicht schlimm. Wir haben Brooklyn zurückgelassen. Ja, toll. Mhm. Den hättet ihr, den könnt ihr geschenkt haben. Nein, sie haben ihn geopfert. Super. Die Guten sind alle weg und was bleibt, ist Brooklyn oder was? Schwedische ja. Qualität. Ja, Digga. Ja, Digga. Das andere sage ich mal nicht. Was muss ich noch sagen, bitte? Ja, das war geil. Das muss ich echt rausschneiden, wie Lucifer ja, Digga, sagt. Das mache ich mir als SMS-Ton oder so. Ja, Digga. Nein, Digga. So. Ja, auf jeden Fall brauchen wir, um gleich vernünftig Bärenfarm zu geben, brauchen wir eine Gasmaske, denn wir gehen in die Sumpfhöhle, in die Swamp Cave und checken dann da direkt den Loot-Drop ab. Bisher habe ich einen guten Blueprint gefunden und immer Sachen für Mona. Ja, die ganzen Gilly-Sachen, die waren da drin. So. Es tut mir leid für die ganzen Babys, die ich fresse, aber ich brauche einfach eure Rohstoffe. Eure zarten Schenkelchen. Ja, ich brauche das gute Filet. Babymörder. Ich weiß. Was? Teddybärchen, was? Babymörder. Ich glaube, was Mona gesagt hat. Ja. Nee, das sag ich nicht. Okay. Okay. Merke ich dir, ich will es nach dem Stream wissen. Aha. Ja, ich weiß nicht, ob ich es akustisch richtig verstanden habe. So. War das nicht einmal, wo Robin? Ich meinte, es war doch Iris mit alle Pinguin-Babys abgestochen hat. Das ist doch was Brooklyn erzählt hat. Oder war das Brooklyn? Ist Robin eigentlich noch da? Der lebt, der baut sicher. Mein Nut. Komm in die Hölle. Äffchen und ein Pferd, die schauen nur zum Fenster. Und wir haben wieder einen neuen Gigaraptor. Was haben wir denn diesmal? Level 33, direkt vor meiner Haustür. Ein Gigaraptor. Jupp. Ja, komm her. Weißt du, was ich verschwanden habe? Nee. 330. Das wäre schön, aber nee. So. Alles weggefressen hier. Ich fresse ich auch noch. So. Wenn da schon eine Leiche bei mir im Garten liegt, dann fresse ich sie auch. So. Wie viel Fleisch haben wir? 10.807. Und wieder einiges an Leder. So. Jetzt kommt der Heinz-Torben zum Einsatz. So. Einmal Leder. 76.000. So. Ja. Drück das doch in die Kiste. Dankeschön. So, okay. Jetzt müssten wir die Atemmaske holen. Und wir lassen den Otter zu Hause. Dankeschön. Atemmaske. Schlafsack habe ich in der Tasche. Ich sage, ich musste nur wieder mich dran gewöhnen. Das war alles. Es hat halt was gedauert, bis es wieder drin hatte. So, Atemgerät ist repariert.
So, dann packen wir Lizzie im Gehege. Direkt neben Shippo. Und das ohne, dass sie sich prügeln. Das ist ja Wahnsinn. So. Und dann wird Heinz Torben eingepackt. Und dann begeben wir eine Runde Selbstmord. Na! So. Ich bin gestorben. Jetzt gehen wir da. Ach, du bist gestorben. So. Okay, neuer Schlafsack. Da. Okay. Und los geht's. So, Heinz Torben. Da oben ist kein Lootrap, also ist der unten bei den ganzen. Ja, der ist er. Nee, der ist. Doch, der ist er. Los, Heinz Torben, töte alles! So, Heinz Torben, seine Maschine. Die Nachbar und die seltene Blume nehmen wir auch mit. Oh, das war die falsche Reihe. So, den Rest lassen wir hier. Oh nein, das Leder nehmen wir mit. Eigentlich muss ich mal gucken, wie viel im Bumm der Platz wieder rauskommen würde. Ja, stimmt. So, Heinz Torben ist wieder selbst nicht gut gewesen. Hast du deinen Schlafsack abgelegt? Ja, habe ich abgelegt. Fressen. So, Blutegel, Blut nehmen wir mit. Und die Narkoperen. Und die Seite im Blut. Und die Siliziumperlen. So, Mona! Mona schickt einen liebevollen Sonnen. Ist das eine Sonne? Nein, ein Lachsmiley. Ich habe keine Zeit zum Schreiben, ich muss Eier knacken. So, warum hast du das nicht? Ah, jetzt hat er es geknackt. Okay. So, okay. Im Lootwap drin ist ein 211er Paracer-Sattel und ein Fria-Curry. Super. Mhm. Ja. Aber wir machen jetzt. Mission farmen und gehen da hinten rum und hoffen, dass auf dem Rückweg der eine Lootrop wieder nachgespawnt ist. In letzter Zeit hatten wir da echt Glück. Oder hatte ich echt Glück. Ach, da kommst du durch mit dem Ding? Ja. Hm. Und da ist dann auch manchmal ein Lootrop und da sind vor allen Dingen auch Blutegel, die entsafte ich dann immer. Oh, okay. Aber von denen kriegst du ja auch Siliziumperlen. Zwar nicht so viel, aber halt ein bisschen. Oh, dann. Nur hier sind ordentlich Blutegel in den Gesippe hier, Gesippe. Und manchmal hast du hier dann halt auch noch einen Blutdruck, genau hier an der Stelle.
So, okay. Dab, 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 dab. So, jetzt müssen wir erstmal Strom machen dahin. So, 74 Siliziumperlen. Besser als nix, ne? Für den Saft haben, das Blut. Also wir kommen weg. Und Airspots, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Also wir kommen ab und zu in Loot Drop Blut gegenüber. So, okay. Jetzt bin ich, glaube ich, voll bepackt. Da sind nochmal 15 Perlen. Dann nehme ich noch die 2 Stacks mit. Wappen. Ah ne, ja klar, ich kann noch. Ah, ich bin aber voll, okay. So, und wir haben Glück, der Loot war bis da. Sehr schön. Funktioniert nämlich oft. Und diesmal haben wir drin Ghillie-Schui, ein Scharfschützengewehr und einen Raketenwerfer. Okay. So, dann. Oh, Warnung für Ghillie-Schuhe. Ja, aber schlechte Ghillie-Schuhe. Sein, du willst sie haben, dann kannst du sie haben. Nein, ich habe schon bessere, da muss ich noch Blut drin machen. Übers mit 400 irgendwas. So, jetzt dürfen wir in Zeitlupe durch mein Haus laufen. Wir können erstmal das Atemgerät wieder abnehmen. Ich bin leider etwas überladen. Und ich kriege erst in Scorch Earth neue Level. Um mehr auf Gewicht zu gehen. Ich habe schon ein Gewicht von 1630. Stimmt, ich sollte mit Chibi mal leveln. Ich hab da hier noch was. So, lauf. Wir bringen erstmal die Atemschutzmaske weg. So, Atemschutzmaske. So. Jetzt die wichtigste Frage überhaupt. Ja. Lucifer, wie levelst du Chibis? Durch Alphas. Ah, okay. Ich muss ja natürlich auch hart das Chibi hochleveln und dann mit den Tieren töten. So. Ach Mensch, ich glaube der Otter war noch auf Folgen. Ah, natürlich. Ich brauche noch 100.000. Ja, es ist keiner da. Ich suche schon seit 3 Tagen, damit ich weitere Schädel kriege für meine Gehege. Warum willst du nicht durch die Tür gehen? Ach, Mensch. Weil doof. Ja, ich glaube auch. Also ab und zu habe ich das auch je nach Stelle. Da frage ich mich, warum. Und 112.000 Bären. So, okay. Dann kommt das Chitin weg. 85.000 Chitin. Dann kommen noch das Leder und die Siliziumperlen weg. Und dann die seltenen Blumen. Nein, das war die Blueprint. Und das hier. Und dann kommt die Blueprint oben in den Schrank. Und dann suchen wir mal wieder den Otter. Weil der ist nicht mehr da, wo ich ihn ausgezogen habe.
Ach, so schwindet der eben. Schon wieder hinterher gelaufen. Ja, weil ich den hier, der war ja auf meiner Schulter, als ich Folgen gedrückt habe. Ich glaube, der folgt wieder irgendwo. So, gucken wir mal. Die ewige Suche nach dem Otter. Ja. Der Otter und ich, wir sind irgendwie auf Kriegsfuß. Das ist so eine Hassliebe. Also bei mir ist es eher das Tüchte. So, wisst ihr, der Otter ist irgendwo da draußen. Der Otter hängt bei Pika. Das war ja klar. Ja. So klar, der hat Pika gern. Was? Wie kommt der denn da jetzt runter? Was? Der wird was? Hier... Hallo? Wie kommst du denn hier hin? Da oder durch die Ecke. Das ist aber nicht auf Folgen. Ist es Farben da verlegt? Bist du verwirrt, mein Freund? Was macht der denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, der ist irgendwie ich glaub, radioaktiv. Der macht die Klimaanlage. Also irgendwie mein Otter ist verrückt. So. So, jetzt kommt Heinz Torben noch zurück. So, Heinz Torben. So, und dann müssen wir ganz kurz einen Ausflug machen, und zwar hierhin. In meiner Wasserbase. Und müssen uns das Atemgerät füllen. Und den Anglerfisch. So, okay. Habe ich Otto jetzt auf der Schulter? Ja, ne? Geh doch in den Pokéball. So, okay. Dann Schlafsack habe ich und dann Selbstmord. So, hallo. So, Schlafsack hinlegen. Und dann kommt der Anglerfisch raus. Oh, Atemgerät anziehen. Und dann farmen wir ein paar Perlen. Das ist nur ein Stein. Aber das da müsste ein Perl sein. Naja, auch nicht. Also ich glaube, hier draußen habe ich alle. So, und dann müssen wir jetzt noch die vom Rand ab, an die wir drankommen.
Ich glaube, ich habe alle. Ich glaube, ich habe alle. Jupp. Nein, da. Jetzt habe ich alle. Okay. Dann haben wir jetzt 10, 20, 30, 40.000 Perlen. Was? Ja. Krass. Ja. Krieg ich, wenn es hochkommt, 22.000. Komm wieder rein. Und Dankeschön. So, sollen wir mal gucken, wie hier schon alles einen Schlafsack hat. Der Schlafsack ist von Dino Nugget. Und der hier ist von Shortuga. Wer ist Shortuga? Ich glaube Pika, ne? Du bist Shortuga. Shortuga, ja. Ja. Dann haben wir hier Chaos Kitsune und Hikana. Hakana. Keine Ahnung, wer Hakana ist. Und Alex. Chaos Kitsune wäre bei mir. Dann muss Hakana ja Brooklyn sein. Hakana ist Brooklyn. Ja, Selbstmord ist keine Lösung. Nur eine Ark, wenn man schnell reisen will und Lootschutz hat. So. Und dann. Einmal Inventar aufräumen. Das kann man wieder anziehen. Was hast du denn da für Köpfe? Ach so, das sind die Animals. Jedes Mal, wenn du stirbst, kriegst du ja neue. Ja, das im alten Ark konntest du das ausschalten. Das geht hier bestimmt auch. Aber ich habe es noch nicht geguckt. Ach, da konntest du einstellen, dass du nicht jedes Mal, wenn du spawnst, neue Sachen kriegen willst. Da. Und was haben wir noch? Wir hatten noch den Fisch, der kommt in den Otter. So, alles klar, Sabine, dir einen schönen Abend nochmal. Vielen, 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 vielen lieben Dank, Sabine. Ich habe mich mega gefreut. Tschüss. So, Keratin. Und eine schwarze Perle habe ich. So, okay. Dann den Rest können wir hier drüber sortieren lassen. Bam. Dann kommt der Otten raus. Dann bringen wir den Anglerfisch und die Ausrüstung zurück. Und dann, glaube ich, mache ich dann aber auch Feierabend für heute. Sobald ich den Kram verstaut habe. Und dann geht es weiter am... Wo ist die Kamera? Da! Am Mittwoch. Und da wird es auch arg gespielt. Und vielleicht weiß ich bis dahin schon mehr zum DLC. Vielleicht. Soon, very soon. Ja. Very soon. So. Okay. Alles wieder an Ort und Stelle. Die sind alle im Futterdruckbereich. Jawohl. Alles klar. Dann euch allen nochmal vielen, 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 vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns wieder am Mittwoch um 18 Uhr mit Ark auf YouTube. Euch einen wunderschönen Abend. Also bis dann, macht's gut. Tschüss. 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 Wenn meine Maus will, es dauert immer. Ich sollte das mal wackeln, bevor ich Tschüss sage. So. Tschüss.